So, sind wir soweit? Bitte? Google, ich habe keinen. Moment, Moment, irgendwo, ich schreibe doch nichts. Nein, ach nee, ich brauche doch nichts. Ist doch alles da. Jeder Moment, das komme ich jetzt gleich dazu. Das ist also prinzipiell. Ihr müsst jetzt geistig beweglich werden. Und ihr seid nicht beweglich, solange da ein Riesenballast an Wissen mit euch mitschleift. Ich erinnere an den letzten Fickenstall-Vortrag, sind etliche dort, die ihn nicht angeschaut haben. Und es sind etliche dort, die sind da gewesen und haben sich danach die ganzen Videos nochmal fünfmal angeschaut, jedes einzelne. Und ihr werdet immer dieselben Reaktionen merken, die sagen, bei jedem Mal, wo du das wiederholst, kriegst du Feinheiten mit, die du vorher nicht mitbekommen hast. Nur wenn du es ausprobierst. Es ist Leben, ist ein Spiel, das du mit dir selber spielst. Und das Erste, was wichtig ist, es gibt so viel Geschwätz in deinem Kopf von Leuten und die Ursache sind nicht diese Leute, sondern das bist du selber, weil du permanent von einem anderen gesagt bekommen willst, was richtig ist oder was verkehrt ist. Und der einfache Satz, du wirst immer ein billiges Abziehbildchen von dem sein, den du nachplapperst. Du hast ganz klare Vorstellungen, was Welt ist. Und ich sage dir jetzt, Welt ist das, was du glaubst, dass Welt ist. Aber dein Glaube ist nicht dein Glaube, du findest was in dir vor. Und wenn du dich dann wirklich fragst, wo habe ich das her, dann kannst du in eine geistige Archive gehen, wie ich das nenne. Das klingt alles so kompliziert. Es ist einfach, sobald du dich was fragst, taucht in dir Gedanke eine Antwort auf. Das kommt nicht von außen. Es kommt überhaupt nichts von außen. Ich könnte jetzt in einem ganz einfachen Satz sagen, wenn du komplett problemfrei leben willst, musst du dir jetzt erst einmal bewusst machen, wer ist das? Oder was ist das, was irgendetwas erlebt? Und dann sage ich, halt einfach meine Gebote. Und das ist natürlich nur religiöses Geschwätz, aber ich mache einfach die ersten drei. Alles Leid, das du erlebst, das erlebst du, weil du die Gebote brichst. Und ich mache mich jetzt nicht fest auf irgendeine Religion, die findest du in allen Religionen, das werde ich euch zeigen. Hier und jetzt ausgedacht. Im letzten Fickenstall-Vortrag habe ich gesagt, das ist ein ganz besonderer Tag. Wir hatten hier den dritten. Elul 5775. Ganz rein zufällig, ich habe übrigens nichts damit zu tun, wenn ich jetzt als Brösel Udo reden du. Die Helga macht die Termine. Die hat nur gefragt, ob ich komme. Ich sage, sag mal, wenn ich da sein soll, und dann quatsche ich euch zu, bis euch Blut aus den Ohren rausläuft. Heute ist noch ein viel besonderer Tag und morgen ist noch ein besserer Tag. Aber diesmal gehen wir aus dem Jüdischen weg, wir gehen in den Maya-Kalender. Schauen wir mal, was da ist, einfach einmal das so. Es ist jeder Tag ist ein besonderer Tag, wisst ihr wieso? Weil jeder Tag heute ist. Es gibt nur heute. Und wenn wir uns das heute jetzt immer das Zeitfenster, wo wir aufspannen, das heißt, du musst um was sehen zu können, musst du dir das vorstellen. Achtet genau auf meine Worte. Und bevor wir jetzt diese Worte sind, der Zauber im Armfack war das Wort. Ist übrigens schon die erste Verkehrtübersetzung. Das würde ich euch auch sagen, das ist hingebogen. Jetzt sind natürlich lauter so Sachen, weil man immer einen Schuldigen sucht. Ich sage, wir werden diesmal, wenn weniger Rücksicht nehmen auf welche, die es nicht verstanden haben, weil ich ein bisschen mehr in den Denach gehe und vor allem die Sprache diesmal mehr erklären will. Ich habe immer ein Gemisch von verschiedenen Reifestufen und Reifestufen haben nichts zu tun mit intellektuellem Wissen. Das heißt, mir wäre es jetzt am liebsten, ihr hättet überhaupt kein Wissen, dann würdet ihr mir vollkommen einfach folgen können. Und wenn ihr meint, da komme ich nicht mit, das verstehe ich nicht, das begreife ich nicht. Dieses Geschwätz deines Egos, das permanent interpretiert, das ist daran schuld, dass du mich nicht verstehst. Würdest du einfach zuhören, was ich dir sage, ohne das permanent zu interpretieren, würdest du das sofort verstehen. Das ist selbst die Hologrammatik. Da, wenn du den ersten Blick drauf wirfst, wenn ich das einschalte, dann kriegen viele einen Schock, die sagen, das versteht ja überhaupt keiner. Rot, Blau und Zeichen und hebräische Zeichen. Und dann bin ich so frei, dass ich sage, rein die ganze Arithmetik, Entschuldigung, die Hologarithmetik, die ganze Arithmetik, wo ich hier zeige, ist der Schulstoff der fünften Grundschulklasse. Das heißt, jeder 13-Jährige kann das komplett nachrechnen, ohne Probleme. Aber in dem Moment, wo ich schon sage, das verstehe ich nicht, wenn ich eine Formel sehe, stürze ich ab. Und versucht einfach zuzuhören. Die Schwierigkeit ist, dass euer Ego in einem fort kritisiert. Die Kritik,
ich muss ganz kurz wiederholen, es geht nicht anders. Kritik heißt schlichtweg und einfach nur bewertet. Diese Bewertung ist immer ein Vergleich mit einem dogmatischen Vergleichsmaßstab. Das war im letzten Fiedenstall, wenn du eine Waage hast. Eine Waage ist kein Instrument zum Messen, sondern ein Instrument zum Vergleichen. Ein Messgerät wird es erst, wenn ich auf die eine Waagschale ein Kilo drauflege, kann ich sagen, das ist leichter oder schwerer. Ansonsten ist es nur ein Ausgleichssystem, ein Vergleichen. Und es ist jede Kritik, die jetzt in euren Traum, und es ist sehr einfach, wenn du Geist dir bewusst machst, ich unterhalte mich jetzt nur mit einem einzigen Geist. Und ich sage jetzt ganz bewusst, hier und jetzt ausgedacht, spanne ich ein Zeitfenster, ich erkläre euch seit 20 Jahren, dass ich spreche jetzt nur mit einem allereinzigen Geist und das ist der einzige, den ich mitnehmen kann, was man Himmelreich nennt, Ewigkeit nennt. Nur dieser Geist, da ist jetzt eigentlich nur einer. Wir können jetzt zurückblättern, 1999, Almena, Vortrag. Der beginnt, du Geist, der du mir jetzt zuhörst, wenn du jetzt glaubst, und ich aktualisiere das, wenn du jetzt glaubst, du bist in Fiegenstall und um dich rum sitzen Leute und die hören das auch, was ich erzähle, dann ist es für dich so, weil es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Dieser Satz, wenn du den verstanden hast, hast du alles verstanden. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Du bist Gott. Jetzt mal ganz ehrlich, glaubst du, dass den Udo, den du dir jetzt ausdenkst, dass der da außen existiert, wenn du nicht an ihn denkst? Fakt ist, ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, dass wenn du an etwas nicht denkst, ist es nicht da. Und das ist der Schlüssel. Und das kann dir jetzt logisch erscheinen, wenn ich das sage, aber vor was hast du dann eigentlich Angst? Denkst doch einfach nicht mehr. Stimmt oder stimmt? Weil du keinen Einfluss auf dein Denken hast. Wie sieht es aus mit einem träumenden Geist? Kann sich ein träumender Geist raussuchen, was er träumt? Nein. Mein Einfallspinsel. Kann sich der Einfallspinsel raussuchen, was er malt? Kann sich das, was der Einfallspinsel malt, sich raussuchen, dass es gemalt wird? Kann sich das, was der träumende Geist träumt, sich raussuchen, dass der das träumt, dass er sich's ausdenkt? Das sind so einfache Fragen und was euch im Weg steht, ganz tief in euch, in eurem Glaubensprogramm, das ist schlichtweg dein Intellekt, dein Wissen. In den ersten Büchern, den Offenbarungen, nenne ich das immer noch Wissen glauben. Ich glaube, ein Fürwahrhalten. Man glaubt, es ist hundertprozentig sicher bewiesen. Und wenn man lange genug Selbstgespräche sich anhört, oder vor allem den letzten Fiegenstall-Vortrag, wo das nochmal sehr komprimiert ist, der Brösel-Udo, der jetzt in deinem Traum in Erscheinung getreten ist, das ist der Einzige, der von all den ganzen Schwätzern, die sonst auftauchen, der keine Feindbilder predigt, nicht ein einziges, ganz im Gegenteil. Ich sage, es gibt nichts, absolut nichts, was in dir auftaucht, das sinnlos wäre, unwichtig wäre. Wenn es nicht wichtig wäre, würde ich es nicht in dir auftauchen lassen. Jeder Moment, den du erlebst, ist der wichtigste und der beste, den du in dem Moment erleben kannst. Und jetzt musst du dich lösen von dem, was du zu sein glaubst und beobachten, wie das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, wie das auf den Moment reagiert. Das ist dieses Ich beobachte mich. Das ist sehr rudimentär noch in den ganzen Meditationen und in Zen-Buddhismus, sind aber auch nur Schwätzer. Und jetzt kommt dazu die erste große Erkenntnis, die du kriegen wirst. Wir gehen dann nochmal genauer darauf ein, was sehr festgelegt ist. Es gibt nichts und niemanden, den du dir ausdenken könntest, der das verstehen kann. Der Einzige, der das verstehen kann, was ich jetzt erkläre, ist der Geist, der mir zuhört. Aber wer oder was ist das? Ich muss euch sagen, das ist Gott. Das ist der, der jetzt den Udo sich ausdenkt. Wenn du an den Udo nicht mehr denkst, ist der nicht. Egal, es ist alle Dinge, die in dir in Erscheinung treten, denkst du dir aus. Und es sollte dir klar sein, selbst solange du noch ein tiefgläubiger Materialist bist. Für Materialismus gilt, wir bleiben mal, das ist deine Grundbasis. Ich definiere Materialismus. Materialismus ist der Glaube, ich bin ein sterbliches Säugetier, ein Enosch. Ich wurde in der Vergangenheit von meiner Mutter geboren. Ich befinde mich auf einer Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht.
und ich werde in der Zukunft irgendwann sterben und wenn ich Glück habe, meine Seele überlebt ja. All das ist nachgeplappert. Das sind einfach Sachen, wo du je nachdem, was du aufschnappst im Laufe deines Lebens, und das ist jetzt, die Sprache ist schon verkehrt, du kannst niemals in der Vergangenheit was erlebt haben, was es bloß jetzt gibt. Das sind diese ständig wechselnden Bilder, die Evolution. Das ist gerade die Sprache, dieses im Anfang war das Wort. Und das löst dann im normalen, einfachen Menschen wieder unheimlich Angst aus. Das verstehe ich nie. Und ich sage, es wäre eine traurige Schöpfung, wenn du kleiner Geistesfunken, du Gotteskind, Hebräisch oder Physik lernen müsstest, um ins Himmelreich zu kommen. Was noch ungerechter wäre, wenn ich jetzt erfordern würde, dass du irgendwelche Idioten, die du dir ausdenkst, von irgendwas überzeugst, dass deine Welt besser wird. Das Erste, was dir klar sein soll, meine Schöpfung, bei aller Bescheidenheit, wenn ich rede, müsst ihr euch klar machen, die ein bisschen Holofeeling studiert haben, du musst erst einmal wissen, sobald du dich beobachtest, es gibt 4 verschiedene Ich, die du denken kannst. Jetzt hört mal genau zu. Ihr müsst den Gedankengang mitgehen. Das ist ganz einfach. Es sind eure Gedanken. Die Frage, ob du mitgehst oder nicht mitgehst, ist, ob du den Schwätzer, der laufend in dir sagt, das verstehe ich nicht, der dir das eigentlich zudeckt, was ich dir erzähle. Ich stelle mir jetzt die Frage, und ich bin du, obwohl ich jetzt was Ausgedachtes bin. Ich stelle mir jetzt die Frage, gibt es einen Gedanken, den ich nicht denke, gibt es denn dann eigentlich? Die Frage ist ganz leicht beantwortet, ein Gedanken, den ich nicht denke, ist ein nicht gedachter Gedanke, der ist nicht. Kann ein Gedanke, den ich mir denke, kann der anders sein, wie ich ihn mir denke? Also gut, ich denke mir jetzt einmal, eine rote Rose, kann jetzt die grün sein? Nee, ein Gedanken, den ich denke, der wird genauso sein, wie ich ihn mir denke. Egal, was ich denke. Ich habe im letzten Fiegenstall-Vortrag mehrere Male gesagt, ich wiederhole das, weil ihr vergesst so schnell. Ich werde einem Menschen, den ich mir ausdenke, nicht vorwerfen, dass er so ist, wie ich ihn mir denke. Das heißt, wenn ich von strutzblöden Professoren rede, können die Professoren, die ich mir jetzt denke, sich das nicht raussuchen, dass ich die mir so denke. Das ist keine Schuldzuweisung. Wenn ich von korrupten Politikern oder dummen Politikern, machtgeilen Politikern rede, die Leute anlügen, dann ist das überhaupt keine Schuldzuweisung, weil die Politiker, die ich mir jetzt ausdenke, die sind genauso, wie ich sie mir ausdenke. Das ist einmal die erste Erkenntnis, ich habe vor 2000 Jahren erkannt, ich nehme alle Schuld auf mich. Das sind die Sätze. Ihr werdet merken, ihr kriegt so eine tiefe Demut vor den Worten von den Heiligen Schriften, wenn es hier hast, mach dir kein Bild von Gott. Das ist also hier so ein Satz, wenn ich jetzt das Hebräische ins Original reingehe, ganz einfach, El Hayom, Gott, rein grammatikalisch verkehrt, El heißt Gott, El Hayom kann ich vielfältig übersetzen, aber ich sage immer, Hayom ist das Meer, also schreibt sich H-I-M. Ich bringe euch jetzt wieder H-Heim. Heim ist H-I-M. Das He am Anfang, das E ist nur Vokal, Aussprache, Vokal. Wenn ich sage, ich führe euch jetzt wieder heim, heißt es, ich führe euch jetzt wieder ins Meer, in das, was immer ist. In dem Moment, wo du weißt, ich bin im Meer, weißt du, ich bin ein Gott. Weil Gott ist El Hayom, ist Gott das Meer. Und alles, was du dir ausdenkst, sind Gedankenwellen. Die tauchen in dir auf, die kommen aus dir. Und in dem Moment, wo du sie nicht mehr denkst, fallen sie wieder zusammen. Und wenn du jetzt an die Vergangenheit denkst, dann denkst du jetzt an die Vergangenheit. Es war in der Vergangenheit überhaupt nichts. Und jetzt kommt mir das große Problem des Widerspruchs. Mein altes Beispiel mit Globalbewusstsein. Ich werde es nochmal aufgreifen. Ich sage Globalbewusstsein, müsst ihr euch folgendermaßen vorstellen, eine höhere Bewusstseinsebene, dass ich mir jetzt ganz bewusst eine Erdkugel ausdenke. Ich stelle die vor, ich denke sie mir aus. Ich stelle die vor mich hin und ich sage, diese Erdkugel wird von einem Scheinwerfer, von einer Sonne angestrahlt. Jetzt stehe ich ein System drüber, ich denke mir diese Kugel, die von der Sonne angestrahlt wird, und dann ist eine Seite hell und eine Seite dunkel. Und jetzt dreht sich diese Erdkugel um wie ein Fußball, der von der Decke hängt, um die Fahrtenachse.
Was verändert sich an hell und dunkel? Eine Seite ist hell und eine dunkel. Was interessant ist, wenn ich da hinschaue, wenn jetzt ein Geist mit Globalbewusstsein irgendjemand fragt, der weiß nicht, wie das mit der Erde ist, und der fragt mich, ist jetzt die Erde hell oder dunkel, ist da Tag oder Nacht? Was soll ich denn sagen? Beides gleichzeitig. Ist da Wüstenhitze oder arktische Kälte? Regnet es da oder scheint da die Sonne? Ist doch gleichzeitig. Ja, so ein Blödsinn, es kann doch nicht hell und dunkel gleichzeitig sein. Die Antwort gibt dir einer, der von einem Globalbewusstsein nichts weiß, sondern der felsenfest davon überzeugt ist. Er ist zwar der, der sich die Erdkugel ausdenkt, die von der Sonne angestrahlt wird, aber er ist felsenfest davon überzeugt, dass er ein Trockennasenaffe, ein sterbliches Säugetier ist, das hier auf der hellen Seite ist. Und der wird dir dann erklären, wenn es hell ist, kann es nicht dunkel sein, es war vorher hell, dunkel oder hell. Es wird wieder dunkel werden, vorher. Er arbeitet mit diesem Phänomen Zeit, das mit der These, Antithese ist aber von der Synthese, von der höheren Ebene gleichzeitig da. Das heißt, du wirst in keinster Weise Freiheit kriegen, du musst ein Opfer bringen und das Opfer ist dein momentaner Glaube. Es sind so viele Sachen in euch, wo ihr eine panische Angst habt, das zu verlieren. Zum Beispiel euer Körper. Mein Körper. Das ist eigentlich schon so simpel, wenn du selber nachdenkst. Wir machen hier keine Religion und keine Esoterik. Das ist jetzt wieder, was sich widerspricht. Etwas, was man besitzt, ist man nicht. Meine Wohnung, mein Auto, mein Körper. Jetzt ist die Frage, wer besitzt diese Dinge, von denen er behauptet, es ist meins. Ich will nie behaupten, ich bin meine Wohnung, ich bin mein Auto. Wobei ich keins hab. Sondern, wie sieht es aus, wenn ich sage, das ist mein Körper? Ich kann jederzeit aus meiner Wohnung rausgehen. Ja, aber ich kann doch meinen Körper nicht verlassen. Ohne meinen Körper gibt es mich doch nicht. So ein Krampf. Diese Frage beantwortet sich von selbst. Wenn ich Geist nicht an meinen Körper denke, dann ist er nicht. Wir haben gerade festgestellt, was ich nicht denke, ist nicht. Wenn ich über irgendwas nachgrübel und ich habe nicht einen kleinen Moment an Gedanken an meinen Körper, es ist immer im Meer, immer nur das da, was momentan in mir als Gedankenwelt aufgetaucht ist. Das, dieses Prinzip ist Evolution. Evolution, was löst das Wort Evolution in dir aus? Irgendwas seit dem Urknall vor Jahrmilliarden, irgendwas, was sich aufspannt jetzt in die Zukunft? Du blabberst vollkommen geistlos das Geschwätz von Idioten noch. Da läuft übrigens nichts verkehrt. Nochmal, ich drücke das jetzt sehr krass aus. Es ist das, was ist. Es ist extrem erschreckend in einer Selbstbeobachtung, also ein Geist, der sein Wissen, seinen Intellekt beobachtet, feststellen zu müssen, was man eigentlich sein Leben lang, dieses Leben lang, was man für ein geistloser Narr war. Und gerade jetzt im letzten Fiegenstall-Vortrag habe ich so viel, ob das Professoren sind, der Physik oder der Philosophie und dann vor allem der Esoterik, du schüttelst nur noch in den Kopf, weil dir bewusst wird, wie unheimlich doof die sind. Ist doch klar, das sind Schatten auf der Leinwand, die du selber projizierst, das sind deine Gedanken. Jetzt ist immer die Frage, wenn ich jetzt hier, ich bin ein Kugelschreiber und ich schreibe einen Brief, ich schaue mir das, was ich geschrieben habe, an und drehe ich mich gnadenlos auf, weil das voller Rechtschreibfehler ist. Ist das eigentlich recht geistreich in dieser Ebene? Hat sich das, was ich geschrieben habe, rausgesucht, dass es so ist, wie es ich geschrieben habe? Die nächste Frage, kann ich mir das raussuchen, was ich schreibe? Beispiele, die ich seit hier und jetzt bewusst, jetzt ausgedacht, 20 Jahren, hunderttausende Male wiederholt habe. Ein Kugelschreiber schreibt einen Brief. Das ist übrigens mit Globalbewusstsein, wenn ich jetzt frage, hat er jetzt den Brief geschrieben oder hat er nicht geschrieben und du willst von mir eine Ja-Nein-Antwort, mit Globalbewusstsein wirst du feststellen, beides. Wir müssen es erst einmal feststellen oder uns bewusst machen, was verstehe ich eigentlich unter Juhu, das ist der Schrei, und BR ist das Äußere. Wer schreit es nach außen? Der Schreiber. Sinnbildlich, ich habe jetzt die Sprache ins Spiel gebracht. Wenn ich schreiben definiere, dass der
Farbe aufs Papier bringt. Das macht der Kugelschreiber. Wenn ich aber definiere, wie er die Farbe verteilt, da hat er keinen Einfluss drauf. Wir können auch sagen, der Kugelschreiber schreibt, obwohl er nicht schreibt. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Ja, wer ist dann dafür verantwortlich, was da geschrieben wird? Ja, die Hand, die den Kugelschreiber führt. Der Kugelschreiber wird genau so, wie die Farbe genauso ist, wie es der Kugelschreiber aufs Papier gebracht hat, wird die Hand genau das tun, was der Kugelschreiber tun, was die Hand ihm tun lässt. Das ist das, was ist. Also gut, die Hand ist schuld, dass da so viele Fehler drin sind. Kann die Hand sich raussuchen, was er schreibt? Da ist es aber der Mensch, wo die Hand dranhängt, der bestimmt das doch. Nehmen wir mal ein altes Beispiel, Goethe schreibt ein Gedicht. Dann ist der Goethe ist dran schuld, wie schön oder auch im positiven Sinn, wie toll das ist. Blödsinn, was macht der Goethe, wenn ihm nichts einfällt? Da muss nochmal einer drüber sein. Und ihr werdet merken, mit Holofilling, wir gehen noch etliche Stufen weiter. Das heißt, wenn ich jetzt an mich denke, sind da zwei Ich. Ich denke an mich. Aber jetzt ist es interessant, dass beide Ichs was Ausgedachtes sind. Da ist jetzt ein Ich, das sich ausdenkt, aber jetzt ist eine komische Konstellation, weil ja dann noch, wie nennst du dich eigentlich selber? Ich. Merkt ihr, da sind ein ganzer Haufen viele, die behaupten, die sind ich? Nee, ich bin ich. Also haben wir irgendwie viele Ichs personifiziert, aber da ist ein Ich drüber, das sich diese Ichs ausdenkt. Ich denke mir jetzt viele Ichs aus, aber was natürlich jetzt der große Hammer ist, dass all die, die jetzt du dir ausdenkst, dass die es eigentlich nur in deinem Kopf gibt. Schau mal genau hin, was jetzt ist. Und jetzt mache ich was Eigenartiges, versetze euch jetzt in zwei Zustände. Was du siehst, was du jetzt siehst, wenn du dir das bewusst machst, hängt extrem davon ab, wer du zu sein glaubst und wo du zur Zeit glaubst und was du dir einredest, was jetzt für eine Zeit ist. Also ich sage dir jetzt erst einmal, du bist ich. Du denkst jetzt und du bist hier. Stimmt oder stimmt? Bist du jetzt hier? Die Frage ist, wo glaubst du, wo hier ist? Also pass auf, jetzt mach mal Schnipp, werd mal langsam wach, du Depp. Du sitzt vor deinem Computer ganz alleine und hörst Gequatsche aus einem Lautsprecher und kriegst in keinster Weise mit, weil all das, was du jetzt hörst, die Leute, die du dir ausdenkst, sind jetzt überhaupt nicht da, die sind nur in deinem Kopf. Jetzt kannst du sagen, plötzlich so ein Blödsinn, ich sehe den doch. Der steht doch vor mir. Ist ein anderes Ich wie das Ich. Aber gäb's uns jetzt hier, die mir eingesperrt sind in diesen Film, wenn der uns nicht ausdenken würde. Ich habe mir schon überlegt, so ein Gag, mach da mal den Gedanken mit, dass ich jetzt mir ein Internet ausdenke. Und ich rufe jetzt nur Worte. Achte drauf, ich spreche Worte und die Worte lösen in euch Vorstellungen aus. Letzten Fiegenstallvortrag, wenn ich sage, schließe mal deine Augen. In dem Moment machen wir mal ganz kurz ein neues Spiel. Genau zuhören. Mach das bitte mit, schließ einmal deine Augen. Das war eine Eingabe in ein Computerprogramm. Und je nachdem, welches Programm du selbst zu sein glaubst, das heißt, welches Ich, großes blaues Ich, ich sage immer, dein Ego ist ein Konstrukt, Werte- und Interpretationssystem. In dem Moment, wo du die Eingabe kriegst, schließ einmal deine Augen, wirst du schlagartig an einen ganz bestimmten Körper denken und wirst bei dem Körper die Augen zumachen. Interessanterweise, je nachdem, wer du zu sein glaubst, du Geist, taucht ein anderer Körper auf als Information. Gut, mach die Augen zu und jetzt denk dir mal deinen Kopf um dich herum, den Schädel. Einfach den Schädel. Jetzt spiel mal ein bisschen mit, jetzt nimmst du deine zwei Hände, die sind jetzt hängen irgendwo da unten, außerhalb von dir, außerhalb des Schädels, du bist ja im Schädel. Und jetzt lange mal mit dem Finger auf deine Schädeldecke oben, klopf oben drauf. Und jetzt pass auf, der Geist, der das jetzt spürt, spürt so 15 cm über sich was. Jetzt lang an deine Nasenspitze, jetzt spürst du was vor dir. Okay? All das, was jetzt Worte, die Worte, die du hörst, wenn in Maßsetzung deines Programms, deines Sprachverständnisses, permanent deine Informationen umformen, deine Gedankenwellen.
Jetzt mach mal Wisch und weg, der Schädel, Augen zulassen. Jetzt stell dir mal vor, in was für ein Zimmer du jetzt sitzt. Denk an das Zimmer, ohne die Augen so aufzumachen. Was hast du jetzt vor dir? Wenn jetzt deine Augen offen wären, was würdest du ganz grob sehen und was ist hinter dir? Was ist rechts von dir? Stell es dir vor, du bist gerade in den Raum hineingegangen. Ist schon wieder verkehrt, du kannst in einen Raum nicht hineingehen, weil es gibt keinen Raum. Das ist übrigens präzise beschrieben in meiner Tora als Computerprogramm. Der Mose, das sein Volk durch die Wüste führt und dann das gelobte Land nicht betreten darf. Du kannst es überblicken, heißt es hier in der deutschen Übersetzung, aber du wirst nicht hineingehen. Interessant ist, da steht, wenn man es Hebräisch, wir können uns das gerne anschauen, da steht hier, du bist in der Spiegelmitte und du kannst in den Spiegel, in die Spiegelungen nicht hineingehen, in den Spiegel selber. Der Spiegelraum, wenn ich immer die Spiegelungen, die Vorstellungen, die Darstellungen, muss dann erst einmal wieder in der Sprache bewusst werden, dass da überall das Wort Lunge mit drin ist und rein zufällig das hebräische Wort für sehen, schauen, dasselbe Wort hast auch Lunge. Ist natürlich reiner Zufall, weil das Hebräische ja mit dem Deutschen überhaupt nichts zu tun hat. Wenn wir dann auf die Zahlenebene gehen, jetzt pass auf, zulassen noch, jetzt machen wir einen ganz Klatsch. Jetzt denk einmal, du stehst bei dir in deinem Badezimmer vom Spiegelschrank oder vom Spiegel. Jetzt ist die große Frage, bist du da jetzt in einen Raum hineingegangen oder wechselst du ständig deine Hüllen? Von Gedanken zu Gedanken, was du denkst, sind Gedankenwellen, es sind nicht die Wellen in Bezug auf den, der im Meer, der immer ist. Ist das nicht die Hülle, das dich einhüllt? Hülle ist Hülle. Die Apokalypse, der angebliche Weltuntergang, ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Busch, jetzt ist ihr, jetzt müsstest du dir eigentlich sagen, was sagt der ich bin doch jetzt ganz allein da, ich höre mir doch bloß ein Video an. Ich spreche jetzt, wenn du jetzt sagst, das ich, das jetzt dieses Video sich anschaut, wenn du der zu sein glaubst, wirst du vielleicht stutzen, hat irgendwie recht. Dann wird aber deine Logik sagen, das wurde in der Vergangenheit aufgenommen. Das konstruierst du. Es gibt nur jetzt. Ich könnte jetzt jederzeit beschwören, dass ich das jetzt spreche. Du kannst beschwören, dass du es jetzt anhörst. Alles, was passiert, passiert jetzt. Und jetzt kommen wir die ganzen in der Esoterik, das ewige Hier und Jetzt. Das sage ich, das sind Schwätzer. Du musst zuerst einmal, und das hat nichts mit Größenwahn zu tun, in Bezug auf den Trockennasenaffen, der du zu sein glaubst, dann wird es Größenwahn. Es wird Demut, wenn du begreifst, dass du der Geist bist, der kein Trockennasenaffe ist, dass du das Einzige bist, was immer ist. Das heißt, du Geist, der du mir jetzt zuhörst, du bist der Einzige, der diesen Traum überleben wird, der sich auch sein ganzes Leben, das du jetzt durchlebst, überhaupt nicht verändert hat. Das wird dir vollkommen einleuchten, wenn du aufhörst, dich mit dem momentanen Körper zu verwechseln, mit dem Körper, der nur existiert, wenn du an ihn denkst. Du kannst aus dem Körper raus. Ja, wenn mein Körper mein Gehirn nicht mehr ist, gibt es mich ja nicht mehr. Du hast bis hier und jetzt normal raumzeitlich gesprochen ein Menschenleben lang geglaubt, dass dich ohne diesen Körper nicht geben würde. Und es ist genau anders, um diesen Körper, der du zu sein glaubst, den gibt es nicht, wenn du nicht dran denkst. Stimmt oder stimmt? Das ist übrigens ein Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Und alles, was deine momentane Logik, dein Wissen, dein Denksystem als Fakten anzieht, sind schlichtweg und einfach Selbstlügen, dogmatische Glaubenssätze von geistlosen Idioten, die ich als Sandmännchen in deinem Traum in Erscheinung treten lasse. Ich nenne das immer, das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, dass du zu erkennen hast, das ist der Sinn des Lebens. Und jetzt schauen wir uns ganz kurz, hören wir uns mal ein bisschen Musik an. Jetzt achtet einmal drauf und das, was das mit den Worten bedeutet. Das ist so trüb. Sei Poet, benütz die Sprache als ein Federbrett. Bring einen Salto in die Alphabete, ziehe
jeden Satz wie eine Flagge hoch. Sei Poet, nicht Schaf im Wolfspelz für ein Schattenspiel, nicht Winterkleid für all die dünnen Phrasen, die jedermann zu jedermann an jedem Tag erzählt. Dann kannst du Gärtner der Träume sein und kannst Kalif von Bagdad sein. Mehr will ich nicht von dir. Erdteil sollst du projizieren mit magischen Laternen und mit Spiegeln, die man für zwei Kometen überall erhält. Sei Poet, nicht Schaf im Wolfspelz für ein Schattenspiel, nicht Winterkleid für all die dünnen Phrasen, die jedermann zu jedermann an jedem Tag erzählt. Dann kannst du Gärtner der Träume sein und kannst Kalif von Bagdad sein. Mehr will ich nicht von dir. Mehr will ich nicht von dir. Wann wurde André Heller geboren, Korte? Also? In die Ecke. Scheiß Heller. Jeder Moment, der in euch auch durch dieses Video beinhaltet, eure ganze Lebensgeschichte. In einer extrem komprimierten Form, mit physikalischen Formen übrigens jeder Moment, der in euch auftaucht. Das sind Facetten von einem heiligen Ganzen. Und ich erwähne immer wieder, das Solo-Feeling hat zwei Seiten. Das ist einmal ganz einfache Lebensregeln. Wenn es zum Beispiel hast, mach dir kein Bild von Gott. Das heißt, mach dir kein Bild von dir selber. Weil mir jetzt ein Gotteskind zuhört und in dem Moment, wo du ein materialistisches Vergleichsmaßstab hast, wird deine unendliche Arroganz dir den Hals zudrehen, weil du so eine Scheiße wie an Gott nicht glaubst. Es ist jetzt aber so ein Ding, ich habe so oft darauf hingewiesen, jeder spricht von Gott, den gibt es oder den gibt es nicht. Das ist mein Standardbeispiel, etliche haben das schon hunderte Male gehört. Wenn eine kommt zu mir und sagt, so ein Krampf wie Gott gibt es nicht, dann sage ich, stimmt, wenn du nicht an ihn denkst. Wie war das nochmal? Alles, was in dir in Erscheinung tritt, ist eine Gedankenwelt, die aus dir kommt. Es ist als Grundannahme, ist zuerst einmal, dass wir sagen, du bist ein träumender Geist. Und jetzt haben wir das nächste Problem, es gibt auch keinen Geist, weil Geist, Gott ist Geist. Und du musst eine Stufe höher gehen. Diese ganzen Ichs, dieser Aufbau ist kodiert in der Sprache. Dieses im Anfang war das Wort. Mach einen Sprung in die Alphabete. Holofeeling ist so weitgreifend. Ich arbeite mit allen Sprachen. In Almena ist einmal einer zu mir gekommen, jetzt sage ich zu dem Brösel Udo, den du dir ausdenkst, der nur ein Gedanke in dir ist. Ich habe ganz klar gesagt, wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Der Udo, UP 86 El Hayom. Das heißt, der Gott das Meer, das hebräische Wort, hat den Gesamtwert 86, das ist jetzt so Kindergartenwissen für die meisten von euch. Aber lasst es einmal auf euch wirken, wir werden immer wieder eine kleine Facette dazu machen. Das ist hier, schaut, man kann jetzt, wenn man mit dem Programm in die Totale gehen, dann hast du hier 5 Buchstaben, ein Wort, Standardwert 86. Das ist jetzt hier 1, 30, 5, 10, 40. Okay, das ist El Hayom, da steht jetzt unten der ewig Seiende, Götter, Gott, Götter,
ist schon, es gibt doch bloß einen Gott. Es ist nämlich El, dieses Wort El heißt Gott. Könnt ihr das einigermaßen lesen? Und ich mache jetzt von vornherein, dieses Programm ist das erste, wo man wirklich sich selber damit beschäftigen kann, wenn man Interesse hat. In der Esse. Ihr werdet nur was lernen und was verstehen, wenn es euch im tiefsten Inneren interessiert. Wenn es dich nicht interessiert, lass es. Du hast dir ein Leben rausgesucht, jetzt mache ich so Esoterik. Wenn ein Mensch eine Seele inkarniert, dann sucht sie sich vorher raus, was sie sie erleben will. Und das ist, wir lassen mal stehen, weil ihr von mir nie hören wird, dass was nicht stimmt. Mein altes, das ist ein Beispiel. Wenn ihr das verstanden habt, habt ihr alles verstanden. Diese Diskussionen, ob der Henkel rechts oder links ist, das ist so die Stelle, wenn du noch Probleme hast mit irgendwas, wenn du dich schlecht fühlst. Und jetzt kommt die erste große Erkenntnis. Der Einzige, der den Traum erlebt, ist der Geist, der mir jetzt zuhört. Du bist der Einzige, der wo was spürt, der wo was fühlt, der wo was empfindet, der wo was erlebt. Und alles, was du dir ausdenkst, sind nur Gedanken, wenn es sind deine Gedanken. Und wenn ich mir jetzt jemanden ausdenke, einen Menschen, der existiert nur, wenn ich ihn denke, der wird so sein, wie ich ihn denke, und der wird das spüren und empfinden, was ich mir denke, dass er spürt und empfindet. Jetzt ist schon das Wort Mensch alleine, ist eine ganz grobe Definition. An was denkst du, wenn du an einen Menschen denkst? An einen Säugetierkörper, an einen ganz bestimmten, der sich auf einer Erdkugel befindet und die sich um die Sonne herumdreht. Dass du das jetzt träumst, konntest du dir nicht raussuchen, weil das ist die Videokassette, der Traum, den du durchlebst. Dieses Programm wirft diese Bilder in dir auf. Hättest du an das Programm, würdest du dir bei denselben Worten, im Anfang war das Wort, andere Vorstellungen aufbauen. Ich will auch hier jetzt nicht so ins Detail gehen, wenn das jetzt fremd dir scheint, dann lies einfach, studier die Offenbarungen. Es gibt nichts Wichtigeres. Das heißt, jedes andere Buch, das du liest, bevor du das nicht verstanden hast, kannst du zwar lesen, aber du wirst aus diesen Worten Vorstellungen generieren, nämlich diese Vorstellungen, die dein Intellekt zurzeit aus den Worten herausliest. Jetzt könnte ich wieder wiederholen, im letzten Fliegenstall-Vortrag habe ich aus der Physik im Nullpunkt Gottes, was ist eine Halluzination, was ist eine Illusion. Und selbst hier, ich greife auf ganz normale Standardtexte zurück. Unser Professor Lesch, der Harry Lesch, wenn der die Welt erklärt, all diese bewiesenen Tatsachen der Naturwissenschaft, wenn du nur einen Hauch von wirklichem Geist bist, einen gesunden Menschenverstand hast, dann wird dir so unendlich klar, dass das Lügen sind bis zum Es geht nicht mehr, was aber nicht heißt, dass das nicht stimmt. Es sind Metaphern, es sind Vorstellungen und du könntest dir was ganz anderes dabei vorstellen. Wenn ich jetzt hier in diese Dora in den Dennach reingehe und ich lese den deutschen Text, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde war wüst und leer und die Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Schin, weben. Das ist es, so ist es übersetzt. Wenn ich hier, ihr seht jetzt schon, das sind nur die zwei Buchstaben, wo schwarz markiert sind. Das ist bei Weitem noch nicht alles, was es heißt. Dieser Teil bis hierher sind jetzt die Möglichkeiten, die, ich sage mal, Juden oder Hebräer, all das, was hier steht, was das bedeutet, bis hierher, das ist das, was jeder Hebräer weiß, dass das bedeutet. Was ab Ex dann kommt, habe ich dazu geschrieben. Das heißt also, das ist bei Weitem nicht vollständig. Quere heißt, lies es auch so. Das ist jetzt die Symbolik von Holofeeling, von der Vatersprache. Und wenn da unten noch Sachen kommen, die sind aus moderneren Wörterbüchern, zum Beispiel meistens Langenscheid, Erweiterungen. Wird natürlich sehr interessant, weil du plötzlich feststellst, wie oft in der Tora das Wort Computer und Computerprogramm vorkommt. Aber das konnten die damals ja nicht wissen. Also pass auf, die du dir jetzt ausdenkst, die das damals geschrieben haben, die sind so, wie du sie dir denkst und das macht dein Intellekt. Du wirst mit ständig wechselnden Informationen konfrontiert. Und das führt uns zu dem ersten Wort, dass du das Prinzip einmal ungefähr versteht. Also wie gesagt, ich weiß, viele wissen es, aber es sind auch etliche da, die es nicht wissen. Und da muss man immer wenig Demut haben. Dieses Wort, Bereshit, Barashit,
Poroschit askinasisch. Wir müssen uns erst mal klar machen, dass das meistens Konsonanten sind. Das heißt, du kannst es sehr vielfältig aussprechen. Aber das ist jetzt das erste im Anfang, der erste Buchstabe. Als Vorsilbe gelesen ist im Hebräischen, kann auch ein Präfix eine Vorsilbe sein, heißt in inmitten. Da habe ich ja diese schöne Liste gemacht. Das ist eine unendliche Hilfe, wenn man das lernen will. Und was das Lernen anbelangt. Jetzt geht deine normale Logik. Um einem Kind das Schreiben und Lesen beizubringen, ist eine Grundvoraussetzung, dass das Kind, dem du das beibringst, zumindest sprechen kann. Wenn du ein Kind hast, das nicht sprechen kann, kannst du nicht Schreiben und Lesen beibringen, wenn es dich nicht versteht. Jetzt ist natürlich interessant, dass ein Kind, wenn es in die Schule kommt, in deinem momentanen Weltbild ist, deine Logik hergibt mit 6 Jahren, wenn das gut erzogen ist, spricht es eigentlich schon wunderschön, ich sage mal, ein einwandfreies grammatikalisches Deutsch mit einem relativ begrenzten Wortschatz als Ding an sich. Aber sonst, wenn einer gut erzogen ist, ein Kind mit 6 Jahren, spricht ein schönes, klares Deutsch. Um ein grammatikalisch fehlerfreies Deutsch sprechen zu können, ist eine Grundvoraussetzung, dass du die grammatikalischen Regeln der deutschen Sprache beherrschst. Warum kannst du nicht grammatikalisch fehlerfrei Deutsch sprechen? Jetzt kommt es in die Schule und es ist interessant, die ersten paar Jahre, wo es in der Schule ist, lernt es dann die Regeln von etwas, was es eigentlich schon schlafwandlerisch beherrscht. Es geht nicht darum, dass ich einen erklären kann, das Regelwerk erklären kann. Mir muss bewusst werden, ich muss aber die ganzen grammatikalischen Regeln der deutschen Sprache beherrschen, sonst kann ich nicht fehlerfrei Deutsch sprechen. Da muss in mir was drin sein, das im Hintergrund wirkt. Das ist immer die tieferen Ebenen, das Computerprogramm. Das, was ihr vor euch habt hier, wenn ich ihn dennoch laufen lasse, ist ein Computerprogramm. Ihr seid jetzt, und jetzt kommt die Sache, ihr seid in einer Matrix, das ist so ein allgemeines Wort, ihr seid in einer Gebärmutter. Ich bin nicht gekommen, um euch Liebe zu bringen. Ich bin die Liebe, ich bringe euch das Schwert. Ist eigentlich eine grausame Aussage. Du bist in der Matrix und was Holofeeling ist, du stehst jetzt vor den Geburtswehen und du musst dich selber abnabeln. Das heißt, hörst du jetzt auf die Worte von mir, die letztendlich deine Gedanken sind? Das ist nämlich das Irre, dass du jetzt vielleicht meinst, der Udo, den du dir ausdenkst, der weiß so viel. Ich gehe auf einmal nach, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich, wenn manche zuhören? Ich springe ja von Hebräisch, Sanskrit lasse ich ja alles außen vor, in Ansätzen, es wird dann erst richtig tief und interessant. Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Und nachher lächle ich den an und sage hier, wem fragst du jetzt? Fragst du den Udo, den du dir ausdenkst, dann solltest du einfach hindern, ich kann nicht einmal richtig Hochdeutsch. Ich bin ein totaler Prolet, ich habe überhaupt keine Schulbildung und nicht einmal einen qualifizierten Hauptschulabschluss. Ich war noch niemals irgendwo in einem Vorgang, in einem Lehrgang auf einer Universität. Doch einmal habe ich einen Vortrag gehalten an einer Uni, aber welcher meine Stereoanlagen, da haben sie mich eingeladen. Wenn du Gott fragst, ist es die blödste Frage, die du jemals gestellt hast. Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Es ist, ihr verwirrt euch extrem mit dem raumzeitlichen Interpretationssystem, das in euch arbeitet. Darum sage ich, wenn du jetzt ganz einfach zuhörst, ich muss, um mit dir kommunizieren zu können, muss ich in dir in Erscheinung treten. Das heißt, ich bin jetzt eine Figur, die du austräumst. Sie genauso wie auch der Körper, der du zu sein glaubst, von dir ausgedacht wird. So, und jetzt denke mal an deine Beine, von deinem Körper, der du bist. Wo waren jetzt die Beine die ganze Zeit, während du mir aufmerksam zugehört hast? Da war nur Geist, der seine Informationen anschaut. Mehr ist da nicht, das ist das, was ist. Da du ein Gotteskind bist, ein Adam, Adam heißt auch Mensch und heißt Rot. Adam ist auch, also ADM ist auch das hebräische Wort für Rot. Und jetzt können wir ganz gleich einmal einen kleinen Sprung, ich lasse einmal spitzen, ich habe gesagt, heute ist ein ganz besonderer Tag. Nehmt mal vorne, lasst euch einmal, wir gehen in den Maya-Kalender. Das ist natürlich Maya, ist ja alles nur Maya. Ist ja alles nur Maya. Sanskrit, eine Illusion. Schauen wir mal, ob ich den irgendwo, lass mich überraschen, ich habe nicht ab, habe ich normal, warte mal, habe ich schon ewig nicht mehr reingeschaut. Der Witz ist jetzt der, dass ich wirklich, wenn du Holofeeling hast, ich merke mir das als Udo nicht, ich muss mir nichts merken, weil alles, was ich dir jetzt erzähle, das erzähle ich dir deshalb, weil du jetzt mich träumst und der Udo in deinem Traum dir das erzählt, den es gar nicht geben würde,
wenn du ihn dir nicht ausdenken würdest. Ich sehe verdammt echt aus, ne? Das magst du super. Schon der Beweis, dass ich überhaupt nichts wissen kann. Das lernst du, das Wertvollste, was du besitzt, sind die Sprichwörter und die Märchengeschichten. Wobei deine Zeitgeschichte auch eine Märchengeschichte ist. Wenn du mal das jetzt begriffen hast, dass sich alles verändert, der Glaube an Vergangenheit, an Zukunft, wenn du dein Glauben veränderst, verändert sich die Welt. Wir hatten ja jetzt erst kurz nach unserem Fliegenstall-Vortrag, war ja angeblich wieder Weltuntergang, Schmieder im Hebräischen, der Blutmond, Zeitungen voll, habe ich ein paar Sachen wieder, Videos, MCM, Infokrieger, Endzeitreporter, macht unheimlich Dorra und zeigt euch, was in der Bibel drin steht. Diese ganzen Hetze, irgendwelche Glauben, die permanent an Weltuntergang euch androhen. Und dann sind wieder die anderen, die sagen, Zeugen Jehovas haben ja schon vom Hörensagen zigfach gesagt, die Welt geht unter. Und danach immer die Deppen schauen, die ist wieder nicht untergegangen. Und jetzt kommt das große Geheimnis. Ich sage, ihr armen Schweine, ihr seid die armen Schweine, die ihr lächelt, weil eure Welt nicht untergegangen ist. Selig der, den seine Welt untergeht. Apokalypse, Enthüllung. Die Welt, die du um dich herum dir ausdenkst, ist was Ausgedachtes. Wenn du ein träumender Geist bist, ist dein Körper nicht der Körper, den du in deinem Traum zu sein glaubst, sondern der komplette Traum. Diese ständig wechselnden Bildern um dich herum, das ist dein Körper, der unterliegt einer ständigen Verwandlung, was an dir als träumenden Geist überhaupt nichts verändert. Das ist jetzt, dass egal wer du jetzt zu sein glaubst, das nenne ich jetzt Geistesfunken, habe ich tausendfach in, ich kann immer nur sagen, es sind fast 18.000 Seiten Holofeeling und tausende Stunden von Videos. Habe übrigens noch nie als Udo, wir haben wieder in Dirk Schröder, noch nie für irgendwas, was ich euch gebe, was ihr habt, einen einzigen Pfennig verlangt. Auch bei Vorträgen. Lege ich keinen Wert drauf. Dann kommt natürlich sofort bei allen, vor was lebst denn dann du? Ich sage immer, du Depp, von dir. Wieso von mir? Ja, mich gibt es doch gar nicht, wenn du mich nicht denkst. Und was nicht da ist, braucht nichts zum Leben. Jetzt pass auf. Ich rede jetzt von Fakten. Das sind Fakten. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Und es geht nicht um den Udo. Der Udo, und jetzt kommen wir zu den Sprichwörtern, die sind jeder einzelne Bibelvers. Ich habe gerade ein paar eingeblendet, eigentlich haben es gelesen, wir schauen es uns nochmal an. Die sind wie Hammerschläge. Jeder einzelne Satz, übrigens in allen Religionen. Wir werden, wenn wir Zeit haben, dann müssen wir mal in den Koran reingehen. Wenn du wissen willst, was in der Bibel steht, der normale Mensch geht zu einem Fachmann, der lässt sich das dann erklären. Sonst müsste ich ja selber denken. Jetzt ist natürlich eine große Sache, wenn ich jetzt dieses Urding kriege, zu wem gehe ich? Und du wirst plötzlich feststellen, wenn du zu einem katholischen Pfarrer gehst, der erzählt dir was ganz was anderes wie ein Zeuge Jehovas oder ein Mormone oder Sieben-Tage-Köpfe-Idiot. Idiot oder der einfache Mensch. Und jeder, der dir was erzählt, erzählt dir das, was mir erzählt hat. Stimmt oder stimmt? Und wenn du den ersten Glauben, den du hast, in deinen Schwamminhalt, das wird der Vergleichsmaßstab für alles andere. Wenn ihr wüsstet, wie viele tausende Male ich hier und jetzt gedacht, wie ein Echo, schon erzählt habe, jetzt für die modernen jungen Leute, wenn du hier ein ganz primitives Basic-Betriebssystem drin hast und du kriegst Windows-Daten eingespielt, dann maßt du kleiner Idiot dir an zu sagen, das ist alles Krampf, das ist unlogisch. Und das erfordert sehr, sehr viel Demut. Ich könnte mir jetzt sagen, wir denken uns zum Beispiel Professor Lesch aus, letzte Videos anschauen, wenn ihr nicht da gewesen seid, wo ihr plötzlich merkt, wie unendliche geistlose Rezitiermaschinen ein weltlicher Professor ist. Ein Geschichtsprofessor, der dir irgendwas erzählt, der ist nichts anderes wie ein Dombandgerät, ein Computer, wenn ich mich an einen Computer hinsetze und ich gebe in den Computer Daten ein, dann lerne ich dem nichts. Weil da kein Geist ist, das ist ein Stück Materie. Materie ist dumm. D-U-M-M, hebräische Buchstaben, heißt geistlose Materie. Meinst du, du kannst an Trockennasen auf was lernen? Gehirn, Wabbermasse, ist das nicht auch nur was Ausgedachtes? Alles, was in dir in Erscheinung tritt, sind Schatten auf der Leinwand. Das ist mein Bimeer. Da ist ein Licht, das flackert nicht, das bist du. Das heißt, die Lampe im Projektor, die wir jetzt symbolisch uns denken, das bist du und du durchlebst zurzeit einen Film, ein Leben. Das, was du hier in einem ständigen Wechsel siehst,
Diese Veränderungen passieren immer jetzt. Jedes Bild, ich sage jetzt mal, der klassische Film auf der Datei ist ein Kontinuum von Einzelbildern, wo jedes Einzelbild jetzt angeschaut wird. Auch das will ich jetzt nicht mehr wiederholen mit den Ebenen Wort, Zeile, Seite, Buch, Bücherregal. Umso tiefer du sinkst, umso mehr du Inception-mäßig in die Traumwelt hineingehst, in den Nimbus, umso langsamer, umso mehr dehnt sich die Zeit. Und wenn du ich bist, das ist ungefähr wie wenn du das Bücherregal jedes Buch 50 Mal gelesen hast und du fragst mich, kennst du all die Leben? Sag ich ja. Das ist das Irre, dieses Ich bin du. Du wirst das sein, was ich jetzt schon bin, wenn du aufgehört hast, das zu glauben, was du zurzeit zu sein glaubst. Ein Trockennasenaffe, der in der Vergangenheit von seiner Mutter geboren wurde und der in der Zukunft sterben würde. Weil wenn was kommt, das setzt immer die Polarität. Und du hast momentan in deiner Logik viele Sachen, die du mit aller Gewalt am Leben erhalten willst. Das ist der Wellenberg. Und dieses, das will ich nicht verlieren, setzt im selben Moment ein Wellendal. Und du wirst das Ganze, was du loshaben willst, nur loskriegen, wenn du im selben Moment das opferst, was du nicht aufgeben willst. Das ist reine geistige Arithmetik. Das Schöne ist, da du ein träumender Geist bist, das macht schon wieder, oh, das setzt dann unter Druck. Du musst dabei nichts tun als träumender Geist. Du schaust dir deinen Traum an und beobachtest einfach, was passiert. Lernen tut nur der träumende Geist, nicht die Figur, die du zu sein glaubst. Und jetzt kommen wir nochmal, wenn du jetzt meinst, dass der Udo ja so viel weiß, Dankeschön, ich weiß so viel, weil du mir jetzt denkst, hoffe ich, mich ausdenkst, dass ich so viel weiß. Ich will euch aber welche zeigen, die behaupten das genaue Gegenteil. Anderes Programm. Fakt ist, wenn wir wieder auf unsere Sprichwörter hören, alle, die reden, die wissen nicht. Und alle, die wissen, die reden nicht, das ist ein klarer Beweis, dass der Udo, der euch jetzt zulabert, überhaupt nichts wissen kann. Weil der redet ja in einem fort. Und jetzt ist immer, ihr müsstet achten, wenn ich von ich rede, sage ich, wenn ich von dem Brösel Udo jetzt rede, nur ein Gedanke in dir, dass der von sich gar nicht behauptet, dass er was weiß. Ich sage, du weißt es. Ich rede nicht, ich benutze dich, Geistesfunken, als Einfallspinsel und ich lasse dir jetzt den Udo in deinem Traum zeichnen und darum weißt du das. Das sind jetzt diese vier X, die Stufen. Die zwei roten im Einheitskreis, das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich UP, das ist die Energiequelle und diese Energiequelle speist diese Lampe im Projektor. Und du hast jetzt die ganze Zeit, was ist die ganze Zeit? Die ganze Zeit ist ein ausgedehntes Jetzt. Alles, was du wahrnimmst, jedes Wort, spreche ich jetzt. Ich kann es nicht anders, an einem anderen Zeitpunkt sprechen. Jetzt natürlich, sobald ich jetzt auch 1, 2, 3, 4, 5, hast du ein Bild vor dir, eine Zeile und du denkst jetzt vor dir 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das habe ich doch nacheinander gesprochen. Pass auf, in deinem Hintergrund ist eine Zeile, wo 1, 2, 3, 4, 5 steht. Du schaust die Zeile an und wenn du die Zeile anschaust, siehst du, dass alle 5 Worte, Ziffern, wie man es hinschreibt, gleichzeitig sind. Jetzt bist du auf der Ebene der Zeile. Sobald ich diese Worte, diese Bilder zu einem Geräusch, zu einem realen Geräusch machen will, wirst du feststellen, dass ich nur jetzt einsaugen kann? Das ist wie wenn ich es raushebe als Geräusch aus der Stille. Ich kann nur jetzt 2 sagen, ich kann nur jetzt 3 sagen, ich kann nur jetzt 4 sagen, ich kann nur jetzt 5 sagen. Im Hintergrund, für mich auf dieser Ebene existiert nur das, was ich raushebe. Aber ich hebe jedes einzelne Geräusch jetzt raus. Wenn ich mir jetzt einen klassischen Film denke, eine DVD, ist ein Kontinuum, ist der ganze Film, die ganze Geräusche, die ganzen Bilder gleichzeitig, aber in einer anderen Form. Das heißt, die Wellen, die können eigentlich in das Meer gar nicht rein. Die können zusammenfallen, das ist ein oberflächliches, polares Phänomen. Darum ist ja dieses All ist ja Gott, heißt übrigens auch nichts. Und wo? Und Insel, nach Wörterbüchern. Aber ich wollte euch doch ganz kurz, Rot, Adam. Der Adam. Man sagt ja, der Christus, der wiedergeborene Christus, ist der dritte Adam. Jetzt ist natürlich, Maya-Kalender hat natürlich nichts mit Christentum zu tun.
Das ist heute der 13.10. Macht er automatisch, wenn du drauf gehst. Roter spektraler Himmelswanderer. Der rote spektrale, ein Spektrum, ein breites Spektrum von Wissen und von Glaubenswelten. Himmelswanderer, Hayom. Das Meer. Lest selber. Rot geschrieben. Blau wäre dann so. Diese Himmels, das ist eine Wand, sind Bilder drauf, zweimal erweckt. Wieso? Wie müsst ihr jetzt das lesen hier mit der Wand? W ist, man nennt es im Englischen, Ischen, Ischin, Nun heißt auf Hebräisch, wenn das hebräisiert wird, heißt schlafen, träumen, schlafen, aber auch alt sein, alt werden. In jedem Wörterbuch denkbar alt werden und alt sein, alternieren. Und jetzt haben wir hier immer, es kommen Niederwellenberg und es Wellental. Wenn wir jetzt eine Nulllinie machen, sobald was auftaucht, wird was abgesenkt. Stimmt oder stimmt? Und die Evolution ist lateinisch, heißt exvolvere, heißt herausrollen. Das heißt, wenn du bisher gemeint hast, dass du irgendeine Zeit von der Vergangenheit in die Zukunft sich ausdehnt, die ich mir hier und jetzt ausdenke. Aber letztendlich, alles ist immer hier. Darum hast du das erste Wort auch Beroshit inmitten dieses Kopfes. Beroshit, die Scheiße, Shi, T, eine geschenkte Erscheinung. Das sind jetzt nur Facetten, wenn ich das ausspreche, steht in jedem Wörterbuch drin. Ich muss bloß das anders lesen. Ist es so, dass mir eine doppelt aufgespannte Schöpfung, Moment, dass dir, wenn er Gefühl kriegt, ich mache das immer so. Das sind ja, ich weiß, da langweilen sich jetzt einige Geistesfugen zu Tode und andere staunen nur. Das sind diese 22 Zeichen, habe ich jetzt nur nacheinander hingeklickst. Und das sind Symbole, die kann man rot und blau lesen. Ich werde es jetzt nicht im Detail erklären, aber ich so kleine Sachen ansprechen. Dass zum Beispiel in den Gematrie Explorer, wenn du jetzt ND eingibst. Schau doch mal ganz kurz her. Wir haben hier das Nun. Seht ihr die 50? Dieses Nun ist rot gelesen, das heißt geistig, symbolisch ist es Sein. Und dieses Bewusstsein, Bewusstsein ist etwas, was nicht in Erscheinung treten kann. Ich kann mir selbstverständlich ein Bewusstsein denken. Ich kann mir ja an Gott denken. Aber den Gott, den ich denke, den erschaffe ich, weil ich ihn denke. Ein ausgedachter Gott ist eine Gedankenwelt, die aus dem, der immer ist, das ist Gott, auftaucht. Es ist ein Geschöpf, das so lange existiert, solange ich es denke. Das ist ein Faktum, mach dir bewusst, alles, was ich hier anspreche, sind absolute Tatsachen. Auch wenn deine Logik innerlich rebelliert, ein Gott, den ich denke, der wird so sein, wie ich ihn mir denke, und er ist immer nur, wenn ich ihn denke. Aber das, was im Meer immer ist, nochmal in der Bibel heißt Gott El Hayom, Gott das Meer, das kann ich nicht denken. Was aber nicht heißt, dass es das nicht gibt. Dürfte logisch sein, weil in dem Moment, wo was ewig ist, kann es nicht in Erscheinung treten. Weil alles, was in Erscheinung tritt, sind Gedankenwellen, die aus dem, der ewig ist, auftaucht. Das heißt definitiv, der Udo, den ich mir jetzt ausdenke, der ist nur deshalb da, weil ich die mir jetzt ausdenke. Der Udo als Ding an sich kann sich nichts ausdenken, weil das bloß ein Schatten auf der Leinwand ist. Gott, ein ausgedachter Gott, ist nicht mächtig. Das ist eine vergängliche Erscheinung. Es ist prinzipiell überhaupt nichts, was du dir ausdenkst, mächtig. Ich werde sagen, was mächtig ist, der sich's ausdenkt. Egal an was du denkst, es ist im Meer. Nur dann da, wenn du es dir ausdenkst, es wird genauso sein, wie du dir das ausdenkst. Und wenn du es nicht mehr denkst, ist es wieder weg. An dir, der du dir das denkst, ändert sich dabei überhaupt nichts.
Jetzt mach dir mal bewusst, der Geistesfunk, der jetzt ein Leben erlebt in einer Personifizierung, der hat sich überhaupt nicht verändert. Das heißt, als 20-Jähriger warst du dasselbe Ich wie jetzt vielleicht als 40, 50, 60-Jähriger. Wobei natürlich die Frage ist, ich bin ja noch gar keine 60. Und er sagt, du bist halt erst auf Seite 25, 30 in dem Lebensbuch und das bleibt dir nicht erspart. Und er sagt schon, das Gejammere, wo ich früher immer wieder, wo er sagt, muss ich nur 60 Jahre, wieso muss ich noch so viel leiden? Ich sage, wer bestimmt, dass du leidest? Das machst auch du. Drum heißt es, mach dir kein Bild von Gott. Gott ist nichts Denkbares, er ist reine Energie. Geh, Geist, Energie, Licht. Jetzt muss man aber unterscheiden, dass das Licht, die Lampe im Projektor, symbolisiert Geist, Licht, immer gleichbleibend. Wenn wir jetzt hier Landschaft machen mit einer Sonne, das ist das, was als Objekt aufgeworfen wird, das ist kein Licht. Das sind Schatten. Darum nenne ich das Lichtschatten. Wenn du in einem Kino sitzt, Sätze habt ihr alle schon gehört, aber wichtig, ich hoffe jetzt einmal, dass du die zu verstehen anfängst. Wenn du in einem Kino sitzt und du schaust dir einen Film an, als Zuschauer, hast du eine gewisse Ebene, du vergisst dich ja, du hast einen Film und dann ist vor dir eine Landschaft. Wir können jetzt noch moderner machen, ein 3D-Kino, aber um ein 3D-Kino, dass es dreidimensional wird, muss ich zwei Flächen, zwei Wände aufspannen. Ein doppelt aufgespanntes, wir schauen uns das dann gleich, eine doppelt aufgespannte Schöpfung. Ich mache im letzten Fliegenstall-Vortrag hier und jetzt gedacht, habe ich gesagt, wenn ich jetzt eine moderne Cyberspace-Brille aufsetze, habe ich hier zwei flache Bilder, die sich minimal unterscheiden und das erzeugt durch das Programm da drinnen, die Illusion hier drinnen, dass ich jetzt in einen Raum reinschaue und 50 oder 60 oder 70 Mann sehe. Jetzt pass auf, jetzt gehe ich mache mich, der jetzt hier die Leute vor sich sieht, ich mache mich zu einem Globalbewusstsein. Und ich sehe jetzt den Kopf mit den zwei Flächen, hier ist Schluss. Und ich weiß das Programm und ich weiß jetzt das, was er vor sich sieht, ist nur in seinem Kopf. Das ist Globalbewusstsein. Stimmt oder stimmt? Alles Wissen sind Facetten. Und nochmal, ein ausgedachter Gott, das habe ich gerade jetzt zufällig, muss ich reinschieben. Kennt ihr? Hoffe ich. Lasst es auf euch wirken. Das ist übrigens hier Loki. Interessant, alles Mythologie, da steckt schon, klingt die Logik ja wenn mit, die Logik. Logik ist der Gottessohn und das ist ein Tier. Genug! Ihr alle seid meiner nicht würdig! Ich bin ein Gott, du stumpfe Kreatur! Ich lasse mich nicht malträtieren von... Mickriger Gott. So viel zum Thema der Götter, die ihr anbetet. Es gibt nicht so niemanden, der mächtiger ist wie du, den du dir denken könntest. Alles, was du dir denkst, ist nur, wenn du es denkst. Es ist so, wie du es denkst, und wenn du es nicht mehr denkst, ist es weg. Es ist ein ständiger Wechsel in deinem Kopf. Beroschet, inmitten dieses Kopfes erschaffen Himmel und Erde. Schaut, und jetzt haben wir hier den roten Spektralwanderer, den Himmelswanderer. Doppelt aufgespannte Schöpfung ist die EN, die existierende Öffnung. Und du kannst es immer rot und blau lesen. Rot ist immer ein geistiges Symbol und zu jedem roten, darum sage ich, N steht für Existenz. Diese kleine Tabelle ist ein extremes Konzentrat mit ganz wenigen Worten, die Symbolik eines Lautwesens darzustellen. Das sind Schöpfungsenergien. Es ist letztendlich wie Grundstrukturen in einem Computerprogramm. Das heißt, das hat sich auch innerhalb jetzt der letzten 20 Jahre immer mehr komprimiert, hat eine extreme Durchschlagskraft und du kannst, wenn du diese kleine Tabelle auswendig kannst, leicht zu lernen, kannst du jeden Moment verwandeln, dann wirst du zu Gott. Du kannst ein positives Bild zu einem schlechten Bild machen. Es wird ja immer so sein, wie du es interpretierst.
Du musst dich von dem Glauben lösen, dass unabhängig von dir da außen eine Welt existiert. Die Welt, die du dir ausdenkst, wird genauso sein, wie du sie dir ausdenkst. Und wer bestimmt das? Der Intellekt, den du zum Denken benutzt, den du meine Meinung nennst, mein Geschmack. Du Geistesfugen hast noch keine eigene Meinung. Die Meinung, die du zurzeit vertrittst, ist die Meinung deiner Lehrer und deiner Erzieher. Und die konntest du dir nicht raussuchen. Das ist der extrem voller Fehler behaftete Führerscheinprüfungsbogen. Auch hier wieder, wenn du Physiker bist, komm und ich zeige dir, was für einen unendlichen Schwachsinn du in deinem Kopf verwirklichst. Und das ist für dich so unendlich logisch, mein Standardbeispiel. Das Wasser besteht aus Wassermolekülen und diese Wassermoleküle, die besteht ein Wasserstoff, zwei Wasserstoff, ein Sauerstoffmolekül, ich erkläre das immer wieder. Wer hat es entdeckt? Da gibt es nichts zu entdecken. Das heißt, jeder, der dir das erzählt, erzählt dir das, weil man ihm das erzählt hat. Und wenn man dir in der Schule erzählt, dass an Jesus gekreuzigt wurde, dann denkst du dir an Jesus aus, der gekreuzigt wurde. Und wenn man dir sagt, er ist abgehauen und nach Indien gegangen, dann denkst du dir an Jesus aus, der abgehauen ist. Und wenn man dir sagt, das gibt es doch gar nicht, das ist eine Märchenfigur, dann ist das religiöser Schwachsinn. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das erfordert jetzt sehr, sehr viel Demut. Und alles, was angeblich hundertprozentig sicher bewiesen ist, Fakten, sind schlichtweg Verwirklichungen in den eigenen Köpfen. Und du wirst jetzt feststellen, denk an unsere Esoterikmesse, die Chakren, die sieben Stufen, oh, ich kann deinen Astralkörper sehen. Alles aufgeblasenes, geistlos nachgeplappertes Ego. Ich kann immer nur sagen, egal wenn er einen Mund aufmacht, ich sage genau, wo das drinsteht, wo er es rausgelesen hat. Hast du schon mal selber gedacht? Einfach nur selber die eigene Gedanken gemacht, wer du bist, wie du funktionierst. Und jetzt ist die große Kunst, da nützt dir Intelligenz nichts, du brauchst Neugier, kindliche Neugier, in Frage stellen, kann das überhaupt stimmen? Und dann wirst du merken, dann werde ich dich inspirieren. Ich werde dich unendlich inspirieren und jetzt kommt das Geheimnis, dieses im Anfang war das Wort, dass alle Worte, diese Vatersprache, deutsch-hebräisch, ist ein Ausgangssystem, dass ich jetzt sage, den Geist, das Bewusstsein, rotes Bewusstsein, kann man nicht haben. Das, was ich habe, bin ich nicht. Und die ganzen hochstudierten Professoren, Nobelpreisträger, die ja so viel Geist haben, was ausgedacht ist, der Geist, den die besitzen, bist du. Weil du denkst sie dir ja aus. Du Geist, der du mir jetzt anhörst, bist hier und jetzt der mächtigste, den es überhaupt gibt. Weil alles, was du denkst, ist so, wie du es denkst. Wie du dir es denkst, bestimmst aber nicht du selber, sondern die Logik, die du zum Denken benutzt und die findest du einfach in dir vor. Und jetzt diese Streiterei, es wird so neutral, wenn du ich bist, Globalbewusstsein. Und ich sehe jetzt, welche um den Tisch sitzen, ihr habt das so oft gehört, wenn ihr es verstanden habt, habt ihr keine Probleme mehr. Was ist ein Problem? Jetzt können wir das Wort schön auffächern. Ein Problem, lateinisch gelesen, ist es einfach mal was Vorgelegtes. Auch Vorgebirge, Gedankenwellen. Die Probleme der Menschheit, die du dir ausdenkst, hat diese Menschheit deshalb, weil du sie dir ausdenkst. Das ist der einzige Grund. Was du nicht denkst, ist nicht. Jetzt könnte ich sagen, verdammt nochmal, halte die 10 Gebote, mach dir kein Bild von dir selbst, weil du ein Adam bist. Du wurdest in meinem Ebenbild, eben, ist flach. Das ist schon zerrissen. Du wurdest in meinem Ebenbild erschaffen. Was glaubst du, was du bist? Dein jetziges Wissen sagt, ich bin ein sterbliches Säugetier, ich wurde in der Vergangenheit von meiner Mutter geboren, das denkst du alles jetzt, das sind nur Worte und ich werde in der Zukunft sterben. Und das Bild ist eben. Du wirst ein Gedankenwellenbild, eine Vorstellung von dir auf, in Maßsetzung dessen, was du in dir vorfindest, wo du sagst, das hat man mir beigebracht, das ist bewiesen. Das Universum, Uni, können wir mal ganz einfach, schau mal, das blaue Waff da oben, im Geist verbunden, rot gelesen. Machen wir mal mit dem Pfeil, dann seht ihr das besser.
die 6, das rote Waff als U gelesen, im Geist verbunden, okay, das ist U, das N ist Sein, ein bewusstes geistiges Sein, und I, rot gelesen, ein bewusstes Gotteskind, ein Gott. Wenn ich das immer so komisch schreibe, A-I-N, müssten wir jetzt hier einfach mal A-I-N eingeben. Ein Nicht-Vorhanden-Sein, ein Nichts, nicht nichts ohne, nicht existierend. Mein Kommentar A ist der geistige Schöpfer und I-N, jetzt blau gelesen, wir können das natürlich A-I-N loslesen, dann ist es das göttliche Sein. Wenn man die Tabelle nimmt, das heißt der Schöpfer, der geistige Schöpfer, rot geschrieben, ist das göttliche Sein, I-N. Wenn man das blau lesen, ist es die intellektuelle Existenz. Darum ist jetzt hier dessen schöpferische intellektuelle Existenz. A-I-N heißt etwas Nicht-Existierendes. Was ist der Geist, der mir jetzt zuhört als Ding an sich? Der ist transzendental. Da gehen wir später oder morgen noch genauer drauf ein. Schöne Sache, Kant. Jeder Professor der Philosophie zitiert das Buch 1:1, so wie man ihn programmiert hat, verstanden haben die gar nichts, weil du kannst es nicht verstehen, wenn du die Vatersprache nicht verstehst. Du musst mir nicht, da schreit ich eigentlich als Normalbrauchler, als Normalmensch, in dem Wort transzendental schreit ich das Dental schon an. Was heißt Dental? Der Dentist. Zahnarzt. Das ist ja immer, du bist im Meer. Und was ich jetzt mache, ich erzähle dir etwas. Die Zahl und Zahn, wir tauschen ja nur einen Buchstaben aus. Das ist wie wenn du in einem Computerprogramm was veränderst. Jetzt wenn du natürlich weißt, dass im Hebräischen in dieser Symbolik das Z, das Z ist rot geschrieben, der ewige Geburtsgeber. Das ist die Wörter, wenn wir wieder hebräische Buchstaben draus machen, das nenne ich hebraisieren, GBR. Das heißt übrigens hier die männliche Potenz, das heißt Bewusstsein. Gabriel, der Engel Gabriel, der hier die Mutter, meine alte Mutter, geschwängert hat. Mein leiblicher Vater, ich habe eigentlich gar keinen leiblichen Vater. Die Maria wurde von Engel Gabriel geschwängert und dann ist der Jesus gekommen. Die alte Geschichte, wo ich sage, Johannes, der Täufer ist mein Halbbruder. Erklärt es einmal an die Kollegen und sagt, du spinnst. Na so, ich stehe in deiner Bibel. Wo steht es? Zeig mir das. Ich sage, alles, was ich dir sage, will ich dir beweisen. Du musst bloß wissen, dass von Johannes dem Täufer die Mutter ist die Elisabeth, Elisheba, und die hatte dasselbe Problem, der ihr Macker hat es auch nicht gebracht. Das war der Zacharias, und dann habe ich halt den Gabriel runtergeschickt und der hat dann die Elisabeth geschwängert. Das ist der Johannes der Täufer gewesen. Das ist übrigens der, ist eigentlich mein Bruder. Das ist der, der sagt, wenn wir aufeinandertreffen, ich muss klein werden, damit er in mir wachsen kann. Das heißt, mein Ego muss klein werden, diese Ich-Vorstellung, damit mein wirklicher Geist in mir immer größer werden kann. Jetzt ist aber dieses Größerwerden, führt uns natürlich zu etwas ganz Eigenartiges, dass wenn ich sage, bei einer Evolution, also Z, A ist rot gelesen, der Schöpfer, und blau gelesen, die Schöpfung. Z ist der Geburtsgeber und blau gelesen eine zeitliche, vergängliche Geburt, eine Wahrnehmung. Jeder Moment, jede Gedankenwelt ist eine Geburt, die in dir auftaucht und die taucht auch diesen Geist auf. Wenn ich das BR blau lese, heißt es außen, das Äußere. Ich muss immer die Farben, das gibt viele, das ist wie wenn ich um die Tasse herumgehe und die Perspektiven verändere. Und da ist natürlich, wenn ich jetzt meine, dass an der Schöpfung was nicht passt. Jeder Geistesfunken. Mit einem normalen materialistischen Programm ist felsenfest davon überzeugt, dass da eine riesengroße Scheiße abläuft. Egal. Interessant ist, dass in Geburt ja auch das Geber-Symbol drin ist. Das Wort in Ich Bin, du heißt es ganz vorne. Mein Menschensohn hat kein Problem, aus einem einzigen Wort Außenstegreif 500 Seiten Buch zu schreiben. Und wenn du neugierig bist, wirst du keine Sekunde dich langweilen, wenn es dich interessiert, weil ein Gedankenschritt nach dem anderen kannst du nachvollziehen. Solange dein momentanes Glaubenssystem, das du zum Denken benutzt, betrachte das einmal als ein Computerprogramm, solange dieses Glaubenssystem im Widerspruch steht zu irgendeinem anderen Glaubenssystem, das in dir auftaucht, ist es unvollkommen. Solange du glaubst, dass die Tasse keinen Henkel hat, du sagst jetzt zum Beispiel, es gibt keinen Gott. So, ich kenne ihn. Der eine sagt, Gott ist Allah, der andere sagt, nein, das ist Jehova. Das ist alles.
Das ist das heilige Ganze. Und jeder, der ein einseitiges Ziel anstrebt, selbst wenn du sagst, ich will bloß gesund sein, ich will nur Frieden, das wirst du mit Globalbewusstsein niemals sagen. Auch hier tausendfach, darum habt ihr eure Traumwelt, das sind symbolische Bilder. Setze für Krieg Regen und für Frieden die Sonne. Beides zusammen ergibt Wetter. Frag mal den Bauern, was besser ist. Wenn du jetzt anstrebst, dass du in eine Welt willst, du meinst, das Himmelreich ist eine Welt, wo bloß Frieden ist, was natürlich interessant ist, weil das Wort Frieden hebraisiert, das deutsche Wort FRI heißt Frucht unter anderem und Eden ist das Paradies. Die Frucht des Paradieses. Den Frieden wirst du aber nie hier haben. Deine Lebendigkeit besteht darin, dass alles für jeden Moment, wo was auftaucht, fürs neue Bild, das bestehende Bild zerstört wird. In meinen Upanishaden ist das Shiva. Jetzt ist natürlich das UB rot geschrieben, U die 6 und P die 80, heißt schlichtweg 6 im Geist verbundene absolute Weisheit. Das ist der rote UB. Der blaue UB ist bloß ein Fub. Das ist aufgespanntes Wissen. Wo habe ich jetzt gar nicht? Wisst ihr, was Fub heißt? Sagt euch nichts, dann machen wir mal Wiki. Wir haben doch Wiki. Ja, pst! Dürfen das doch lesen. Da steht überall Promi Big Brother. Ich finde, guck mal, so super gut raus, ey. Bin der Fub. Big Brother, BG, in mir ist Geist. Das heißt Bi. Bi im Hebräisch ist in mir ist Geist. Das nennen wir die FUPS. Very unimportant person. Genauso müsst ihr den Udo sehen. Der Udo ist vollkommen unwichtig. Ach, das ist Englische. Das soll jetzt nicht sein wieder. Ihr habt so viel Fantasie. Schau, wir haben jetzt hier einen Himmelswanderer. Das ist einmal eine Wand, das ist eine Fläche. R auf hebräisiert, wenn wir das ganz einfach machen. Da machen wir E, das Ein und das R. Und das ist zuerst einmal, das heißt erwecken. Das ist einmal ein Feind, ein Gegner, ein Widersacher. Und da werde ich euch zuerst einmal zeigen, der Satan. Das heißt aufgeweckt, erwecken, erwachen. Du nimmst immer, wenn du R hörst, denkst du dir einfach diese Radix und dann hast du hier ganz einfach dieses Wachsamsein, wach werden, aufgeweckt sein. Es ist natürlich, alle Wörter haben eine positive und eine negative Seite. Und da ist jetzt der Widersacher auch ein Widerspruch in sich selber. Mit Globalbewusstsein gibt es keinen Widerspruch. Den Widerspruch hast du bloß zu behaupten, das Ding hat eine Tasse oder das hat keine Tasse. Das Widerspruch hast du nur auf der unteren Ebene. Jetzt ist es hell, wenn es hell ist, kann es nicht dunkel sein. Sobald ich mich darüber erhebe als Geist und das zu einem Anschauungsobjekt vor mich hinstelle, werde ich plötzlich feststellen, was streiten die Deppen eigentlich? Setzen wir jetzt für die Tasse immer wieder tausendfach das Wort Politik. Da sagt der eine, sagt, ich behaupte, links ist richtig, du sagst, du bist ein totaler Rechter. Links ist richtig. Und jetzt schlagen die sich die Köpfe ein und ich gehe drüber und sage, schaust du, oh, die Deppen. Was natürlich ganz heiße sind, die jetzt rumjammern, dass Gott, was ist das für ein Gott, der das zulässt? Und vor allem grausam. Ich habe gesagt, wenn du über den Jordan gehst, kommst du in das gelobte Land, wo Milch und Honig fließen. Und das Erste, was ich euch sage, das sind ja die Ohrenbohrungen des Jahwe. Das Erste, was ich euch sage, ist, jetzt knallt erst einmal hier die Amoriter weg, die Jebusiter, der hier Völker zerstören lässt. So wird es ausgelegt von Leuten, die keine Ahnung haben, was das bedeutet. Diese Völkernamen, können wir uns eventuell anschauen, das sind schlichtweg und einfach, wenn wir die hebräischen Worte anschauen, das sind Charaktereigenschaften. Die Amoriter sind zum Beispiel die Schwätzer. Eure ganzen, wo da an den Lippen hängt, in Esoterik oder in Physik. Und wenn ich nicht Bescheid weiß, renne ich zu einem Arzt, dann will ich wissen, was kann ich machen, dass ich länger lebe. Ich sage, du wirst keine Chance haben. Das, was du, mein Körper, mit dem du dich verwechselst, der zerrinnt dir wie Sand zwischen den Fingern. Jetzt haben wir natürlich, der Sand, achte drauf, der Sand ist am Rand des Land. Um das herum, was im Meer ist. Und wenn der Menschensohn kommt, stille stehen wird die Zeit, es gibt bloß jetzt, so hast du es in der Enthüllung, und der erste Himmel und die erste Erde, die du dir bisher ausgedacht hast,
werden vergehen, weil du merkst, da außen ist nichts. Da kommen wir dann zum zweiten Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da oben am Himmel und da drunten auf der Erde. Universum ist das in eins gekehrte. Das ist die Evolution. Und in dem Moment, wo ich Evolution habe, achtet mal, wenn ich es jetzt so mache, ich kann gar nicht bei der Bewegung, in dem Moment, wo eine Hand runtergeht, geht die andere hoch. In dem Moment, wo ich eine zu mir herziehe, stoße ich eine andere weg. In dem Moment, mein Gnädebeispiel, wo ich aus einer Gnäde die umforme, jede neue Form, die ich der Gnäde gibt, zerstört die bestehende Form. Wenn du einen illusionär fließenden Film laufen lassen willst, muss jedes Einzelbild des Toys überschrieben werden von einem Neuen, das das Alte zerstört. Das ist Shiva. Das ist der Griech. Und du wirst erst dann ersten Sex haben, wenn du deine Pubertät gekriegt hast, dann ist aber der Säugling weg, dann ist das Schulkind weg. Und du bist dasselbe Ich. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Was natürlich uns hier dieser Kreislauf der Evolution ex vollfertig herausrollen, was uns das natürlich zu einer schönen Sache bringt, pass du mal auf. Ah, da habt ihr jetzt auch Spaß. Die Welt der Symbolik. Schau, ein Paternoster. Das, was hochgeht, geht runter, was rüberfährt, fährt rüber. Das ist in einem gestreckten Einheitskreis. Aber fällt euch jetzt mal, wen fällt hier was auf? Das ist ein Paternoster. Was ist Paternoster auf Lateinisch? Vater unser. Übrigens, die erste Übersetzung, das ist jetzt Griechisch und Lateinisch, könnt ihr, wenn ihr in eurem Internet nachschlagt, die erste Übersetzung dieses Vaterunsers in der deutschen Sprache hat Ottfried von Weißenburg geschrieben. Ich sage jetzt nicht, es steht in die Bücher drin, in die Geschichtsbücher. Ottfried ist eine Kurzform vom Udo. Udo Urdeut, der das Erbgut in sich trägt. UP ist 86, ist Gott. Die hinduistischen, die weißesten Schriften, die heiligsten Schriften des Hinduismus heißen Upanishaden. Du wirst es, Up ist hochheben. Abgehoben. Wie war das letzte Mal? Wenn der letzte Fliegenstein, ich spritze euch voll mit heiligem Wasser. Aber die ganzen Spritzer, wo ich rausspritze, die eine persönliche Fizierung, eine Persönlichkeit, ein persönliches Leben erleben, die sind bloß eine Zeit lang außerhalb von mir, die kommen, die verlorenen Söhne kommen alle wieder zu mir zurück. Und wenn du jetzt da außen bist und nicht weißt, was ist das eigentlich, wo ich herkomme? Panische Angst vor dem Todsein. Tod heißt so viel. Das Lateinische Wort Tod, Tode heißt so viel. Schreib im Lateinwörterbuch nach, ich erspare mir das jetzt. Lass die Toten ihre Toten begraben. Es sind so viele Gedankenwellen, die ich Menschen nenne. Es sind nur Gedanken, die kommen und gehen und kommen und gehen. Selbst das, was ich ein Leben lang zu sein geglaubt habe als Körper. Ne? Heidemarie. Wo ist denn der kleine Fächer mit 16? Ist da noch was über? Ein Gedanke, wenn du ihn denkst. Stimmt oder stimmt? Und es ist halt immer, man kann zurücksehen, das Buch, das ich lese, alles, was ich gelesen habe, kenne ich. Und was noch kommt, das wird euch nicht der Sport bleiben bis zum Schluss. Was ist interessant ist, du kannst in dem Leben begreifen, dass du was anderes bist, wie die Rolle, die Figur, die du bisher zu sein geglaubt hast. Du bist nämlich ich. Zumindest bin ich das, was du sein wirst, wenn du das durchschaut hast. Und ich, dieser kleine Brösel, ist jetzt nicht der Geist, den du jetzt zuhörst. Jetzt haben wir die Hierarchie. Ich erkläre das eigentlich als Energie. Ihr wisst, Energie kann nicht vernichtet werden, Physikbücher, heilige Schriften. Sie wird nur ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Sobald ich mir natürlich jetzt eine Energie ausdenke, ist die schon wieder Gedanke von mir. Sobald ich an Gott ausdenke, ist der Gedanke. Das, was wirklich Energie ist oder was Gott ist, kann nicht gedacht werden als Form, das Wort Gott. Mein altes Beispiel mit dem Wetter. Immer versuche mal irgendwo hinzugehen, ihr müsst mal mit euren Tierchen in euren Traum spielen, das macht unheimlich viel Spaß, ich mache jetzt mit euch auch nichts anderes. Frag einen normalen Menschen oder sag zu denen, du hast noch niemals in deinem Leben Wetter gesehen. Dann schaut er dich mit großen Augen an,
Was ist das für ein Krampf? Du siehst, ohne dass er was ausspricht, dass er sagt, er spinnt doch ein bisschen. Und er sagt, zeig mir Wetter. Wetter kannst du nicht sehen. Wetter ist ein Begriff, der unheimlich viele Bilder beinhaltet. Sonnenschein, Regen, Schnee. Selbst Regen müsste ich jetzt nochmal diffizil ausdrücken. Was jetzt natürlich interessant ist, kann man folgen, Wetter ist eigentlich wie Gott. Was aber doch nicht heißt, dass es kein Wetter gibt. Ich kann wissen, was das Wort Wetter bedeutet. Aber jetzt kommen wir in ein kleines Detail. Du hast noch niemals in deinem Leben deine Wohnung gesehen. So ein Krampf. Zeig's mir. Egal, ich sag, deute drauf, ich will sehen. Ja, das ist das Zimmer hier. Z im Meer. Achte mal, deutsche Sprache. Ich betone jetzt, was ich mir ausdenke, vor mich hinstelle. Die Zahl, ZA ist die Geburt an der Schöpfung und HL ist das wahrgenommene Licht. Wir machen das jetzt erst blau. Die Geburt an der Schöpfung, ZA, das hebräische Wort ZA, Zade, Aleph, heißt herausgehen. HL, das wahrgenommene Licht, ist eine Umschreibung im Hebräischen, das heißt, siehe da, schaust dir an. Was war zuerst da, das Ei oder die Henne? AI, wenn ich jetzt Ei als AI schreibe, das heißt nichts. Das Nichts. Henne ist interessant, die Radix. HN haben wir ja schon, die Henne, wir können das auch Huhn nennen, dann müssten wir hinschreiben H-U-H, das ist H-B-H. A, das Nichts, das Gott ist, J-H-B-H. H-B-H für sich alleine, die Radix H-B-H im Hebräischen heißt Sein, das Bestehende, die Gegend, die momentane Gegenwart. Aber auch Unglück. Unglück, U-N, ist eine schwingend aufgespannte Existenz, das ist eine schwingende Waffe. Und G-L im Glück vorne heißt Welle. Es ist eine reine Physik. Die Bilder sind, ich setze da noch Zahlen ein und dann rechne ich damit. Und wie gesagt, wenn man jetzt hier Holoarithmetik in der Physik, alle physikalischen Formen der Naturkonstanten sind hier verschlüsselt in einer absolut göttlichen Präzision. Das ist kein Voodoo. Das Wunder besteht darin, wie haben die das vor 5.000 oder 7.000 Jahren gewusst, wie die dort geschrieben haben. Jetzt haben wir schon wieder, es gibt keine Stille, stehen wir die Zeit. Es gibt die absolute Einheit, die Heiligkeit und das, was wir daraus entfalten. Und momentan sieht es ja so aus, dass du alles, was du entfaltest du letztendlich aus deinem Intellekt. Das heißt, der Geist symbolisiert durch den Computer, alles, was auf dem Bildschirm in Erscheinung tritt, steht und fällt mit den Daten und den Programmen, mit denen der Computer arbeitet. Und das, was du zurzeit benutzt zum Denken, dein Intellekt, das macht deine Vorstellung deinem persönlichen Traum. Und alle Probleme der Menschen, die du dir ausdenkst, sind deine Probleme, weil die Menschen, wenn du sie nicht denkst, gibt es die nicht. Und wenn du sie denkst, wenn die Probleme haben, die du denkst, dass sie haben. Und du musst jetzt wissen, dass das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, auch bloß ein Gedanke von dir ist. Das heißt, wenn ich jetzt du sage, meine ich jetzt ganz bewusst den Geist, der seine Informationen anschaut. Das ist alles Faktum. Das sind keine Esoterik, keine Religion und dann doch wieder im tiefsten Sinne Wissen. Und alles, was ihr mir zeigt, ihr werdet niemals hören, dass irgendwas nicht wichtig ist. Das heißt, das heilige Ganze, um was sehen zu können, muss das zerspringen. Da brauchst du ein Regelsystem, wie es zerspringt. Das ist diese Trinität, heiliger Geist, ist Energie, Gott Vater, Gott Sohn. Jetzt ist der Gott Vater, schreibt sich AB auf Hebräisch, immer in Zahlen, 1, 2. Das heißt, aus den einem waren 2. Und sobald ich aus den einem 2 mache, sind 3 da. Und der Sohn schreibt sich BN, das ist die polare Existenz. Das ist auch die Sonne, die ich mir ausdenke. Jetzt nochmal Cyberspace, wir sitzen in einem 3D-Kino vor dir, die Landschaft. Du hast die Sonne. Die ist keine Lichtquelle für die Landschaft, die du dir anschaust. Das heißt, wenn du im Kino sitzt, ist dir das jetzt vollkommen klar, dass wir jetzt hier ein wunderschönes Landschaftsbild hinmachen, dass die Sonne diese Landschaft nicht beleuchtet. Wie sieht das aus, wenn du aus dem Fenster schaust? Du veränderst nur deinen Blickwinkel. Es sind alles deine Informationen. Du bist das Licht, du bist dahin im Projektor die Lampe. Und das wird dir bis ins Detail in allen Religionen beschrieben. Da du aber noch nie darüber nachgedacht hast, was das heißen könnte, schau mal, unser tägliches Brot. Vorsilbe B heißt im Hebräischen, jetzt muss man wenn Fantasie haben, weil ja das Wort Adam, der Mensch nach Gottes Ebenbild erschaffen, heißt ja auch Rot. Das heißt in Adam.
Jetzt ist natürlich noch, da kann man BR, BR für sich, Polarberechnung, Rationalität, polare Berechnung ist Ort, Ort sind Zeichen, oder ich mache das O270, hast das Zeit, augenblickliche Erscheinungen. All das erklären dir die Offenbarungen und dann wirst du feststellen, dass Worte unheimlich spaßig werden, vielfältig werden, weil du, wenn du ein Wort siehst, hast du eine gewisse Vorstellung, das macht dein Programm, das ist ein Interpretationsprogramm. Jetzt könnte ich wieder sagen, schließe mal deine Augen, puff. Und sofort wirst du ganz massiv um dich herum neue in dir entstehende Gedanken um dich herum verstreuen. Ich sage jetzt zum Beispiel, es macht plötzlich Klingelingeling, Klingelingeling, dann denkst du an dein Handy, mein Klingelton, Margot. M-A-R, Gott. Gestaltgewordene Schöpfung berechnet jetzt, dieser kleine Gott berechnet, das ist mein Handy, wo das Geräusch herkommt. Weil das klingelt, denkst du an das Handy und du glaubst aber, weil dich da einer anruft, immer wieder, du machst Vergangenheit. Warum klingelt dein Handy? Ja, weil mich einer anruft. Aber den, der dich anruft, der entsteht ja erst in dem Moment, wo du an ihn denkst. Das heißt, hierarchisch war das Klingeln vor dem, der dich anruft. Wenn du ihm jetzt die Bilder austauschst. Das heißt, jeder Gedanke, der in dir auftaucht, durch deine Interpretation, deiner derzeitigen Logik, denkst du dir an die Vergangenheit, wo das herkommt. Das ist zum Beispiel jetzt, wenn du das Video anschaust, wirst du wieder meinen, das wurde in der Vergangenheit in Fiegenstall aufgenommen. Und du schaust dir es jetzt an. Nee, das wird jetzt aufgenommen, du schaust dir es jetzt an. Und du machst ein Zeitfenster, dass du wieder die Trennung hast. Wie im letzten Fiegenstall schon gemacht, mit Stille kann man nicht hören, Mensch, ist doch schön ruhig. Das ist, Stille hörst du ja nicht. Sobald du meinst, du hörst Stille, ist im selben Moment das Gegenteil der Lärm. Im selben Moment, das widerspricht sich ja. Und jetzt machst du den Trick, dass das eine du dir vorher denkst. Wie war das? Wir Geister, wir sehen, dass Hell und Dunkel gleichzeitig ist. Wenn du ein Trockennasenaffe bist und jetzt ist es hell, sagst du, es war vorher dunkel. Das denkst du dir übrigens jetzt, dass vorher dunkel war. Du kannst gestern nichts gedacht haben. Und irgendwann wird dir bewusst, dass du ohne Arroganz, ich behaupte jetzt einmal was, ich kann dir hundertprozentig sicher, oder ich mag es anders, ich weiß alles, was in der Vergangenheit war und passiert ist. Ich kenne alles, was in der Zukunft passieren wird und ich weiß, was jetzt ist. In der Vergangenheit war überhaupt nichts. Weil Vergangenheit ist ein Gedanke, den ich jetzt denke. Das heißt, es wird immer für mich die, hier und jetzt die Vergangenheit in Erscheinung treten, die ich jetzt hier und jetzt in meinem Kopf anschaue, die aus mir auftaucht, ich mir jetzt in die Vergangenheit denke. Wenn ich nicht an die Vergangenheit denke, ist gar nichts. Und wenn ich an die Vergangenheit denke, denke ich jetzt an die Vergangenheit und schaue jetzt die Bilder an. Und in der Zukunft wird das passieren, gar nichts passieren. Du wirst nicht morgen sterben und nicht übermorgen. Sorge dich nicht um morgen. Kennst du den Satz? Hat einer von euch, ein einziger von euch, jemals daran gedacht, dieses Gebot zu halten, diesen Vorschlag? Sorge dich nicht um morgen. Wieso geht's dir so scheiße? Wieso liegst du als Trockennasenaffe in deinem Bettchen und wälzt dich vor Sorgen? Wer sorgt dafür, dass dir scheiße geht? Deine Sorgen? Du. Weil du Interpretationen machst, dass dir was passieren könnte, dass du was festhalten kannst, dass du aus der Wohnung rausfliegst. Was meinst du, wie du Juhu schreist, wenn du aus deinem Körper rausfliegst? Wie ein Vögelchen, ein Engelchen. Der Mathematikus im ersten Selbstgespräch. Ich mache euch die Tür auf. Das ist das Einzige, was ich mache. In einem vollkommen neuen Bereich. Das ist das Schwert. Du musst dich abnabeln. Solange du noch weiter dich in der Matrix speisen lässt von dem Intellekt, den du in dir vorfindest, der extrem fehlerhaft ist, den du dir nicht raussuchen konntest und wo nichts verkehrt gelaufen ist. Immer wieder der Glaube, ich müsste die göttliche Schöpfung verbessern. Übrigens allen voran die Leute, die sagen, sie sind christlich. Gleich, wie sind wir in der Pause? Eigentlich jetzt nicht vorgesehen, weil wir sonst Schwierigkeiten mit dem Mittagessen haben. Ja, ne, passt schon. Kein Problem. Wir sind weniger als eine Eintagsfliege. Wir sind eine vollkommen lachhafte Episode im Kosmos. Und das scheint zunächst einmal... Nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Zuhören.
Wir sind weniger als eine Eintagspflege. Wir sind eine vollkommen lachhafte Episode im Kosmos. Und das scheint zunächst einmal ein schreiender Widerspruch zur Lehre, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Was ist der Mensch? Also zuerst einmal, und ich habe es euch tausendmal, ihr müsst wirklich Sachen wiederholen bis zum Es geht nicht mehr. Ihr müsst euch irgendwann einmal klar machen, dass ihr jetzt, wenn ich nicht weiß, was ist das eigentlich, nachher informiere ich mich. Ich informiere mich, das heißt, ich gebe mir eine Form, indem ich zuerst einmal nachsehe. Das sind übrigens 1:1 jetzt die Worte, die ich hier 2001 in Bayreuth bei der Firma Jakob gesprochen habe. So geht es los. Ich muss einmal nachsehen, was ist eigentlich der Mensch. Wenn man das tausendmal liest, dann gehen wir also erst einmal auf Wiki und dann gehen wir in Mensch ein. Und dann ist hier ganz klar, der Homo sapiens ist eine Weiterleitung von bla bla bla. Der Mensch, auch Homo sapiens, lateinisch ein verstehender, verständiger, beziehungsweise gescheiter, kluger, vernünftiger Mensch, ihr werdet merken, wenn man das jetzt mit Hebräisch, mit der Vatersprache aufstehen, kann ich das voll negativ sehen, ist nach biologischem Ischen, Schlafen, Träumen, ist nach biologischer Systematik ein höheres Säugetier aus der Ordnung der Primaten. Pri heißt Frucht übrigens, eine Frucht, die du selber ausstößt. Er gehört zur Unterordnung der Trockennasenaffen und dort zur Familie der Menschenaffen. Homini idea. Ideen. Eine Idee ist eine äußere Erscheinung. Lateinisch, das griechische Wort Idee heißt äußere Erscheinung, wenn du in einem Wörterbuch nachschaust. Auch eine Form und eine Gestalt. Darum nenne ich euch einfach die, die ich euch jetzt ausdenke, Trockennasenaffen. Und wenn du ich bist, wirst du immer mehr merken, die haben so viel Verstand wie die Schatten. Also der Udo, der jetzt hier diesen Schatten projiziert, ist genauso geistlos wie der Schatten. Das Licht, das du da siehst, es kommt aus dir. Jetzt ist es, du bist ein Licht, das nicht flackert, das ewig ist, nicht in Erscheinung treten kann, aber du hast vor dir eine Maske, das ist das Display im Bimeer. Jetzt, wenn du ein Kind wärst und weißt nicht, wie man das schreibt, würdest du Bimeer schreiben. Bi, auf Hebräisch, Bi heißt in mir, auf Griechisch heißt es zwei. Es müssen immer zwei in mir sein, dass ich einen Unterschied sehe und ich bin der Dritte, der ausgeschlossene Dritte, der sich das anschaut. Der selber als Ding an sich nicht in Erscheinung treten kann, außer ich denke mir jetzt eine Trinität aus, These, Antithese, Synthese. In dem Moment bin ich der Vierte. Rot geschrieben. Was jetzt natürlich klar ist, und jetzt mache ich ja mal das, was ich auch tausendmal schon erzählt habe, hier und jetzt. Hier ist sehr abstrakt. Hier in Figenstall, hier in Weißenburg, hier in München, hier in Zürich, hier in Wien, hier in Almena. Offensichtlich ist in dem Hier unheimlich viel Hier drin. Und wenn ich es auch jetzt, jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Ja, voriges Jahr, denke ich jetzt. Immer jetzt. Stille stehen wir die Zeit. Es gibt bloß Hier und Jetzt. Und auch, ich habe so oft gesagt, und jetzt geht auf Esoterik-Vorträgen, die dir vom ewigen Hier und Jetzt erzählen, aber vor 5000 Jahren haben die Maya. Und die Pyramiden, das ganze Problem, diese Widersprüche, wo immer wieder kaschiert waren, das Ego versucht, sich mit aller Gewalt am Leben zu halten. Ob du das Ego nennst, ob du das Glauben, ob du politische Partei nennst. Und dann haben wir natürlich so die Großen, wenn ich jetzt hier, jetzt haben wir Wikipedia gefragt, jetzt wollen wir mal ganz einfach nachschauen, was ist eigentlich, wenn ich wissen will, was in der Bibel steht. Wenn man den Teil, den man überblicken kann. Haben wir doch einen klaren Beweis, dass die Erde eine Kugel ist. Ich sage jetzt, das ist ein ganz kleiner Ausschnitt, es ist flach. Findest du nicht, dass das ein wenig flach ist? Und es ist nur verschmiertes Licht, Farben, nur Licht. Die Konstruktion, dass du jetzt an eine Erdkugel denkst, das macht schon wieder deine Logik. Du interpretierst und interpretierst. Jetzt könnte ich nochmal sagen hier, Bibelspruch, ihr Menschen, sage ich, als Christus, die ihr außen lebt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Mein altes Beispiel. Das ist jetzt, darum geht es gar nicht. Wir haben welchen Gesetz. Schau mal, Flugkapitän, Flugzeug. Betonung liegt auf Flug, eine Facette.
Das ist ein Fetzen Papier. Ich sehe ein Fetzen Papier. Du siehst die Maigel, du siehst Griechenland, du siehst Flüchtlinge ohne Ende. Ich sehe einen Monitor, wo Lämpchen flackern. Jetzt frage ich dich, wer sieht richtig? Das, was ich sehe, ist ein Faktum. Das, was du siehst, ist schlichtweg und einfach bloß ein von dir selber erdachtes Hirngespinst. Eine Illusion, die konstruierst du, weil du nicht mehr siehst, was jetzt eigentlich da ist. Du ziehst zu 99% in deinem Kopf Sachen, die du eigentlich die jetzt gar nicht da sind. Ja, ich sehe sie doch. Und die verstreust du um dich herum in Raum und Zeit. Ja, selbstverständlich, aber was siehst du? In meinem Kopf Bilder. Richtig. Beraschet inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Und den Himmel und die Erde, die du dir ausdenkst, die werden so sein, wie du sie dir denkst, wenn du diese Worte hörst. Und wenn du das Wort Udo Petsche hörst, dann kannst du sagen, das ist ein Schwätzer, das kannst du total vergessen. Und du kannst sagen, das ist der neue Messias. Was du denkst, für dich wird so sein, wie du dir denkst. Aber letzten Endes ist es ein Bubs in deinem Kopf, ein Gedanke, der nur so lange existiert, solange du ihn denkst. Und wenn du ihn nicht mehr denkst, ist er weg. Ich habe da kein Problem damit. Ich sage immer wieder, ihr könnt mir nicht ans Bein pinkeln, ich kann nicht sterben, ich bin schon seit über 2000 Jahren tot. Was jetzt wieder wie eine Märchengeschichte klingt für einen Materialismus, ihr werdet ganz brutal erleben, dass das die Wirklichkeit ist. Ich habe mich jetzt in dir inkarniert, um dir das zu erklären, um dich wach zu machen. Und ich sage nochmal, wenn ich dir sage, meine ich nicht dir, den Trockennasenaffen, sondern den Geist, der glaubt, er ist ein Trockennasenaffe. Merkst du schon wieder die leichte Verschiebung der Namen, der Worte? Im Anfang war das Wort. Und das ist jeder Moment, der in dir auftaucht, taucht hier und jetzt in dir auf. Jetzt ist es natürlich gefährlich, ich will euch warnen, weil ich informiere mich ja laufend. Gehen wir mal in der Forum, Alte, wollen wir nur ganz kurz. Sich genauer anschaut, sieht man, dass dort keine Spuren von irgendwer einer intentionalen Aktivität vorhanden sind. Übrigens, Intention, Dentio heißt Spannung. Es gibt immer ein Innerhalb und ein Außerhalb. Und Dentio ist die Spannung. Da kann man jetzt auch vielfältig das im Hebräisierten aufnehmen. Aber jetzt, wo ich das euch eigentlich zeigen wollte. Es gibt Fragen, die die Wissenschaft nicht beantworten kann. Dann sollten wir die Antworten anderswo, in unserem Glauben suchen. Der Direktor der Vatikanischen Standwache. Ganz toll. Der göttliche Stellvertreter auf Erden, der Papst. Kennt ihr euer zweites Gebot nicht? Egal welchen Glauben du dir ausdenkst, ob das Moslems sind, ob das Christen sind, es sind tiefgläubige Materialisten. Und weißt du, wer daran schuld ist? Du, weil du dir die so ausdenkst. Jetzt ist es wichtig, du kannst dir es nicht raussuchen. Du bist ein träumender Geist. Du bist gezwungen, diesen Traum zu durchleben. Und ich sage immer wieder, das ist ein Führerscheinprüfungsbogen. Du wirst jetzt von einer Sekunde auf die andere ein vollkommen neues Lebensgefühl kriegen, wenn du weißt, egal was ich denke, ich werde es so lange in Wiederholungen und Verschleißungen mitkriegen, bis ich begriffen habe, was ich bin und wieso diese Bilder, die symbolischen Bilder da sind. Eins kann ich dir garantieren, es gibt nichts, was du ausdenkst, dir ausdenken kannst, was für die Ewigkeit ist. Selbst wenn du jetzt krampfhaft versuchst, dich ständig immer wieder dasselbe zu denken. Was war hier im letzten Fliegenstall, weil ich sage jetzt, ich denke mir mal einen ewig lebenden Heiländer, Christen nennen das Heiland, der Einzige, der übrig bleibt, Kreuz. Ich bete meinen Meister an, der wird in meinem Kopf bloß so lange existieren, solange ich anschaue und an ihn denke. Und was habe ich im letzten Fliegenstall gesagt? Spätestens plötzlich, wenn ich ein Gefühl kriege, dass ich eine volle Blase verspüre in den Körper, der ich zu sein glaube, renne ich aufs Klo, dann ist er schon weg. Zerstöre ich den Meister. Das ist das, was ist. Ich beobachte einfach nur, was in meinem Kopf ist. Und jetzt ist natürlich, dass du merken musst, dass die Beobachtung Stufen hat. Solange du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, hast du sowieso keine Chance. Wenn du mal in die Symbole gehst, dass du alles hinterfragst, passiert was ganz Wichtiges in Puzzlestücke eines höheren Intellekts. Das ist jetzt Holofeeling. Es gibt nichts, keine Aussage, kein Glauben, keine Religion, wo ich dir nicht erkläre, dass die wichtig ist. Aber das sind Spezialisierungen. Und jetzt wirst du natürlich mit einem unendlichen Wissen konfrontiert, dass du alles schon weißt. Du hast es bloß vergessen, denn es ist der Preis, den du zu bezahlen hattest, um was zu realisieren. Da musst du in die Vergessenheit gehen. Lass das einfach so stehen. Und jetzt ist es halt einfach so, dass du wieder eine Polarität hast, die unendliche Weisheit, das UB, das verbundene Wissen
und die grenzenlose Dummheit, das blaue Ich, beides wird von dir ausgedacht. Darum sage ich immer wieder, der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, der weiß so viel, weil du dir denkst, dass der so viel weiß. Das ist das Wissen. Dein eigentliches Problem ist nicht der Udo, der so viel weiß, sondern du denkst dir jetzt an Deppen aus, den du ich nennst, von dem du glaubst, dass der das nicht weiß, indem dieser Depp den Udo zuhört. Aber der Udo und der Depp, die beiden, die du dir ausdenkst, sind Figuren in einem Traum, die hören sowieso nichts, weil Figuren in einem Traum nichts erleben. Den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Und das bist du. Das ist natürlich immer wieder in dem Moment, wo du das bist. Du sollst deine Rolle spielen, so wie sie spielt ist. Das ist das Verrückte. Es wird sich alles extrem verändern in dem Moment, wo du aufhörst, irgendwas verändern zu wollen. Und solange du ständig was verändern willst, wird sich am Wesentlichen überhaupt nichts verändern. Darum ist auch meine Botschaft nicht, dass du irgendwie demonstrierst, obwohl es durchaus sein kann, dass du auf eine Demonstration gehst. Jetzt, der Widerspruch löst sich auf, wenn du merkst, ich habe jetzt von zwei verschiedenen Erscheinungen gesprochen. Das, was auf eine Demonstration geht, ist die Figur in deinem Traum, deren Rolle du spielst, und der, der es erlebt, ist der, der das träumt. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Und du musst auf die höhere Ebene. Wenn wir den Film Matrix nehmen, pass auf, die klassische, jeder kennt den Film Matrix, diese schöne Frage, was nehmen wir, die rote oder die blaue Pille? Das heißt, die blaue Pille symbolisiert die Welt an der Oberfläche, die Traumwelt. Gehst du wieder in den Traum rein als Mensch, die rote Pille symbolisiert Zion. Das sind sie unterirdisch in der Gruft. Und da geht es jetzt schon, diese Entscheidung, die du treffen musst, ist eine fehlerhafte Entscheidung, egal wie du dich entscheidest. Aufpassen, End, die Vorsilbe End, tausendmal erzählt, in der deutschen Sprache weist die Vorsilbe End immer darauf hin, dass das nachfolgende Wort ins Gegenteil gekehrt wird. Wenn man das genau analysiert, heißt es eigentlich, End weist auf ein Gegenüber hin. Jetzt bleibt in der Summe in der Sprache, weist auf ein Gegenüber hin, das dann ins Gegenteil gekehrt wird. Über, Gegenteil. Okay? Wenn ich jetzt Gag eingebe, kann ich das 2, das ist das erste Mal die Ziffer 3, seht ihr das? Gag, das ist das Volk von Gag und Magog, von Gog und Magog, dann heißt es das erste Mal Dach. Dach. Eine D-Eckplatte des Räucheraltars, ein F-Lach-Dach. Eine Dachterrasse. Schaut diese deutschen Worte, die ihr seht. Gag, GG. Ich sage, das erste machen wir rot, das zweite machen wir blau, dann hast du hier einen roten Geist. Das ist Plus und einen blauen Geist. Der blaue Geist in unserer Tabelle heißt Verstand. Ein bewusster Geist ist rot, verbinden. Der blaue ist ein unbewusster Geist, ist Verstand, Intellekt, der urteilt, der trennt. Gut, jetzt gehen wir mal ganz einfach in das Dach. Da lacht mich im ersten Moment schon mal hier, das habe ich mir alles selbst ausgedacht. Was passiert in dem Moment, wenn ich ein Dach nehme, wenn ich mir was ausgedacht habe, dann hebt sich, wenn wir Flachdach nehmen, hebt sich was hoch. Jetzt kann ich das 3 und 3 auch als 33 lesen, dann muss ich hier Gall eingeben und dann habe ich die Welle. Die Welle ist ein doppelt aufgespanntes L. Und das ist das Joch. Das ist natürlich auch interessant, wenn man sagt, was heißt eigentlich Joch? Was ist ein Joch? Wir können ja wieder nachschauen. Und jetzt ist alles, was ich euch zeige, sind Facetten von Auslegungen. Wo du meistens, ich sage immer, jetzt kommt der Tasse, pass auf. Gehen wir mal Wikipedia, Joch ein. Das Spiel werden wir morgen vielleicht spielen, aber wenn länger. Jetzt meint du, wenn schau, gibt es, gehen wir Joch und dann kommt Begriffsbeschreibung und schauen, was alles Joch ist. Ein Zuggeschirm, den zwei Ochsen vor einen Wagen, einen Pflug. Eine Wissensfacette ist ein Lug gespannt werden, siehe Geschirr. Das ist natürlich mit dem Geschirr auch so eine Sache. Interessant ist das Tragjoch, das ist euer Problem. Wie war das nochmal? Eine Waage ist ein Messgerät zum Vergleichen, keins, mit dem du was messen kannst. Ich muss, um zu messen, brauche ich einen Maßstab, mit dem ich vergleiche. Und dein Maßstab ist deine derzeitige Vorstellung von Gut und Böse.
Jetzt sage ich aber doch in meinen Geboten wieder, mach, wenn du vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse isst, die Schlange, psst, nee, psst. Wenn du vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse isst, wird dir ein Licht aufgehen und du wirst sein wie Gott. Jetzt pass auf, wie blöd muss eigentlich einer sein, der dir sagt, dass das der menschliche Sündenfall war. Das hat man mir so erklärt. Jetzt pass auf, setz für Gut und Böse, setz Plus und Minus. Das ist eine Batterie. Intention. Wenn du von der Batterie Plus und Minus benutzt, dann wird dir ein Licht aufgehen und du wirst ein Gott sein, der erleuchtet ist. Jetzt versuche mal hier, was passiert, wenn ich bloß eine Seite davon nehme. Dann lebst du in deiner Finsternis. Das ist genau das Gegenteil von dem, was du bisher geglaubt hast. Und das ist der erste Satz, den ich dir sage. Du hast, egal was in dir auftaucht, mit der momentan im Programm eine einseitige Wertung, weil du noch kein Globalbewusstsein hast. Und du musst jetzt einfach nur dich selbst, deinen Intellekt beobachten. Ich sage, dein Ego beobachten. Dein Ego ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Das heißt, du wirst mit einem Wort konfrontiert im Hintergrund, das ist dir noch nie aufgefallen, auch wenn du spazieren gehst, sind im Hintergrund einmal Worte. Hier, wenn wir einen Film laufen lassen, sind es eigentlich nur Worte auf der DVD. Jetzt kannst du sagen, ja, auf der DVD sind doch keine Worte, da sind doch bloß Bündchen und Strichchen. Hm? Stimmt. Ein und aus. Aber jetzt passt mal auf, Ältere für euch oder etwas mit ein bisschen Bildung, wenn es nur Bündchen und Strichchen gibt, dann mache ich jetzt mal. Das sind Bündchen und Strichen und du machst eine gewisse Sequenz dazu und das wird der Buchstabe. Und die Sequenzen, solche spezielle Sequenzen aneinandergereiht, geben ein Wort. Und jetzt ist immer wieder, auch hier macht euch klar, wieso bin ich in euer Leben gekommen? Ganz einfach, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, habe ich heute Morgen schon dastehen gehabt, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, kriegst du von mir ein vollkommen neues. Wenn du das versuchst, am Leben zu halten, wirst du dein ewiges Leben verlieren. Das heißt, du bist dann in der Johannes-Offenbarung, gehörst du zu den Deppen, die ihm nicht vertrauen wollen. Du kannst entweder dem Mammon glauben oder du kannst Gott vertrauen. Wer ist Gott? Gott bist du selber. Ich habe dich ja nach meinem Ebenbild erschaffen. Eben. B-I-L-E-D im Hebräischen heißt im Kind. Die Buchstaben B-I-L-D als Hebräisch von rechts nach links gelesen heißt im Kind. Das R hinten dran ist erweckt. Bilder, B-I-L-E-D-R heißt im Kind erweckt. Und ich sage jetzt nochmal, halt meine Gebote, verdammt nochmal. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel und da drunten auf der Erde. Selbstverständlich darfst du dir als träumender Geist was aus dir herausdenken, vor dich hinstellen. Aber letztendlich, das, was du jetzt dir ausdenkst, ist so untrennbar mit dir verbunden, wie die Wellen mit dem, der immer ist. Und das bist du. Du bist immer und das, was du erlebst, Leben, polare, auseinandergeschmissene polare Existenz, unterliegt einem ständigen Wechsel. Wir haben übrigens wieder immer etwas ewig, immer Gleichbleibendes und eine ständige Veränderung. Das gehört untrennbar zusammen und du bist jetzt eigentlich der, der sich beides ausdenkt. Wer ist mächtiger, der Denker oder das, was er sich denkt? Zuerst einmal, das, was gedacht wird, ist so, wie es der Denker denkt. Ich kann mir jetzt einen Computer denken mit einem Programm, der Bilder macht. Das, die Struktur des Programms ist das Subjekt, die Grundlage und die Objekte, die aufgeschmissen werden, Objektivierung, das Projizierte, ist so, wie die Grundlage der Denker des Programms das vorschreibt. Darum ist auch die Welt, die du erlebst, als Vorstellung so, wie du sie dir ausdenkst. Wenn man dir von klein auf sagt, du bist ein Trockennasenaffe, hast du eine ganz klare Struktur. Dein menschlicher Körper, den du dir denkst, kannst du individuell verformen. Das ist wie wenn wir jetzt ein Videospiel schreiben, zu einem Programmierer gehen und der will irgendwelche Außerirdische neue konstruieren, Alien. Dann ist zuerst einmal im Hintergrund eine Programmstruktur. Und das ist ein permanentes Dein und Dein, wo ich immer sage, dein Indivisionalbewusstsein, die Division. Wie gesagt, sagst du mal, was ist eine Division, eine Teilung? Und DI heißt, die Öffnung deines Intellekts wird zu einer Vision. Vis, lateinisch. Kraft, Macht, Lebendigkeit. Jetzt, wenn ich was ausgedacht wird, wenn ich was überlege, jetzt pass auf, oben mit zwei Bündchen drüber, ich mache mal immer, so oft erzählt, das Zeichen Waff, so nennen das
unter anderem Hebräer, wenn man es ausspricht. Das kann in drei verschiedenen Sachen ausgesprochen werden. Das kann ein V sein, ein W sein. Jetzt habe ich schon wieder 1000 Gedanken im Kopf, wo ich euch gerne sagen wollte. Das ist nämlich V. Bei dem V, wenn wir das jetzt hinstellen, machen wir mal bildlich, wenn wir es hinstellen, das ist bipolar. Bi heißt zwei, bistatik. Das kann, das wird auf die Seite kippen und auf die Seite kippen. Das ist bistabil. Das ist W. Jetzt pass auf, das V, wenn ich das auf die Spitze stelle, kippt es auf die Seite oder auf die Seite, dass es stabil steht. Okay, darum nennen wir das bistabil, was rein zufällig dieses V in der klassischen logischen Algebra, wo diese Plus-Minus im Computerprogramm ist, das V zwischen zwei Zuständen heißt oder. Sieht man schön, so oder so. Auf den Kopf gestellt heißt es und, jetzt steht stabil. Wenn ich jetzt ein W nehme, das im Englischen das W, dann passiert es irre, dass wir hier eigentlich das W haben, das war ähnlich wie ein Schinn ist, sind eigentlich hier nochmal so ein kleineres V mittendrin, das aber jetzt hier stabilisiert wird. Mein Balanceakt. Das Ganze, das es ja nur heute gibt, dies im Lateinischen, ist auch Gott, deus, dies. Und ein Joch aufgeschmissen wird, das ist das L, fängt das Ganze, der DSL, der Diesel, beim VW unheimlich zum Stinken an. Wenn ihr meint, dass das Zufall ist, Leute, ihr habt keine Ahnung, wie tief ihr gehen müsst, über das Programm im Hintergrund, was ihr als Bilder seht, und ihr meint, ihr habt nichts damit zu tun, das sind symbolische Märchengeschichten. Ich kann nicht oft genug sagen, der Krug, der zum Brunnen geht, bis er bricht. Da stellst du dir keinen Krug vor, weil du merkst, da ist eine Metabotschaft im Hintergrund. Deine Traumwelt ist eine absolute Metabotschaft. Können wir eine kleine Pause jetzt dann machen?